aber besser. Warte, ich mach mal wieder. Genau, alles best of five. Ergebnis nach vorne an Portal gegen Lufthansa. Ist ja auch nee. Ach so, Anni war ja. Was mit Office? Hey, hast du dich angemeldet? Nee. Deswegen. Deswegen hast du dich nicht angemeldet. Ja, dann. Deswegen habe ich gefragt, ob Ron Roman ist. Naja, du hättest ja vorher sagen können, dass du da angemeldet werden möchtest. Nee, ich meine, ich wollte nur, wenn Ron Roman das mitspielen. Ach so, okay, das heißt, du willst nicht mitspielen? Ja. Okay. Aber wenn du nicht mitspielst, machen wir Ron Roman. Das wäre also ich Ron Roman. Nein, Roman. Stopp. Ich möchte es nicht hören. Wer geht hier? Was ist denn ihr Dilemma? Ja, ich hatte schon befürchtet, dass das dazu kommt. So. Ja, ist das für Das ist ihr. Ja, du darfst das nicht. Ich darf das nicht. Du darfst. Ich darf das nehmen. Ist das überhaupt unser Bier? Ach so. Oder? Ich weiß nicht, ob das unser Bier ist, weil wir haben sowas haben wir noch nie gekauft im Bier. So. Wie geht's, wie steht's? Ja, bei dir? Man muss ja nicht. Jetzt ist der Chat da so hinter dem Monitor versteckt? Ja. Kann man den auch hier. Ich weiß ja nicht, wollen wir beim Stream-Setup vielleicht das Musik anmachen? Wenn ich es nicht möchte. Das ist halt immer schwierig. Der Chat sagt mal Bescheid, ob ihr Musik wollt beim Spielen. Oder? Nee, das ist kein Round Robin. Gar kein Sound? Nee, ich meinte Round Robin. Hä? Mit Jan hat gefragt, ob Round Robin. Nee, das ist Winner's Quarter. Man sieht das Susi gerade nicht.
Wir hatten das Double Elimination. Und das Internet gerade. Und schön auf 8 Leute, bis 8 Leute Round Robin festgelegt und jetzt machen wir doch ein Bracket mit 8. Irgendwie ist heute das Internet nicht so gut hier. Doch, das ist über Kabel, das ist halt das Komische. Falls ihr uns gut hören könnt. Ist es jetzt besser so? Keine Ahnung, wie das jetzt, ob das jetzt besser so ist. Du bist immer in einem Schlafen. Ich habe die Bitrate ein bisschen runter gemacht. Vielleicht geht es jetzt besser. Tatsächlich, was kann ich eins neu kaufen?
Hm? Dann für mich. Ja. Steht's hier? Also, wollte Marius nicht am Stream spielen? Okay. Jo, und was? Oh, nice. Gott. Ich glaube, war das eine Sekunde? Normalerweise ist das so ein Ding. Ich habe 3-0 gewonnen gegen Alex. Genau. Man muss so gegen den Gwenner 4 fahren. Wie steht's da? 1-0? 1-1. Jetzt war ich nicht viel von 1-1, ja? Hier. Dann 1-1. Ich komm mit. Ich weiß auch wirklich nicht, was ich eben gesagt habe. Ich habe irgendwann einfach abgeschaltet und nicht damit geredet. Weil ich gemerkt habe, dass das nicht so ist. Hier ist im Kühlschrank. Yeah.
Fusius on the box with Gaze on Clears, which is enough. Weiter, Leute. Seid ihr bereit für Top? Ne, noch nicht 6. Wir 4. Der Marius, warum hast du gespielt? Wie habt ihr gespielt? Ja. Marius, wie hast du gespielt? 3-1. Haben wir irgendwo irgendwas? Ja, das Spiel. Downgrade Falco gegen Marley und Animal Rights gegen Buff Target. Thank you.
Was er nicht gemacht hat. Also er hat keinen Menschen umgebracht, er hat keine Kriegsverbrechen begangen. So. Er hat keine Sätze zum Spiel verloren. Zum Beispiel. Ja, das Konzi hat uns da nie getroffen. Ey, wir müssen schon wieder, oder? Ihr könnt auch gleich auf dem Stream spielen, das ist ja schon mal. Ja, ich meine, wenn das Set jetzt noch eine Weile dauert. Naja, ist ja 2-0 Stück drauf. Naja. Ja, und das ist jetzt schon wohl das Sunny's. Ja, okay. Hat eigentlich ja, Zeit. Ja, okay. Wir müssen jetzt unabhängig von dem Wetter hier aufstehen. Thank you.
keine Ahnung, das ist irgendwie im Moment, heute mit dem Internet ist nichts so Gutes los. Das ist echt weird. Oh mein Gott. Oh ne, das passiert schon wieder. Ja. Super tolles Format. Das ist aber so Spaß hier. Alter, was ist denn gerade mit dem Internet los? Holy shit. Bei mir wird halt gerade angezeigt, dass der Stream richtig am Kacken ist. Heute ist nicht so geil, ne? Ja. Heute irgendwie alles schief. Heute ist es wieder so. Ja. Hier, wen muss ich? Segen. Mit Wunder auf einem Moment. Nee, ich hasse so aus der Richtung. Ich hab mir so einfach nur Mensch, der Boden, der sieht jetzt zu schlecht, glaube ich, aus. Das fehlt mir. Oh, ich brauche ein bisschen mehr Sand in meinem Leben. Er ist rau. Und er geht überall hin. Oh mein Gott. Ich hab mir so gedacht. Ich geh mal zum Dach in den Keller. Oh mein Gott, ist auch schön. Okay. Das wird hier über meine Commentary gelästert. Was ist das? Meine Commentary ist eher so emotionaler Natur. Hallo Jan. Gaga Ligru an Yuiko, wenn sie gerade da ist. Vielen Dank, Jan. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz da, aber ich muss einfach aufhören, ein Schwein zu sein. Hey, Tufkap, du Geiler, Alter. Na, ist das Stream auch nicht so relevant und wichtig wie unserer hier eigentlich? Ich hoffe, was? Du... Dein Stream funktioniert hier? Was? Im Moment haben wir heute richtig viele Probleme mit dem Internet gerade. Echt? Heute? Ja. Geiler Tag heute, ne? Ey, super, klasse.
Aber Tufkap, bei Tufkap klappt es scheinbar. Ja. Oder klappt es bei dir nicht, Tufkap? Bitte halt uns. Du bist ja der wichtigste. Ja, der wichtigste hier, stimmt. Gift Sub Donor ist er, ja? Schon lange Jenny Prenzlberg und Sichlor überholt. Oh mein Gott, er hat Heider einen Zap geschenkt. Let's go. Einfach Tufkap Twitter-User am Sammeln. Ein bisschen in der Art. Der King. Haben wir eigentlich so eine Anzeige? Was passiert, wenn jemand. Ich glaube schon. Wenn jemand subbt, ist das dann mit einem 18 oder was? Ja. Ey, Heide, jetzt kannst du die ganzen Emotes benutzen. Zum Beispiel Berlin 13 Sad und Berlin 13 Atze. Was, alle meine Abos. Was haben wir noch? Alle meine Abos bisher finanziert, nice. Können Rivka Tribut zollen. Ey, wirklich, ich sag einmal Berlin 13 Sad im Chat. In Remembrance an Rivka. Ja, was ist mit Rivka los? Was, ja, was? Arbeiten, glaub ich. Das Arbeitsleben hat ihn gepackt. Was hat Tafsi gesagt, ist die Frage. Oh mein Gott. Es hat geklappt. Das von Dennis nicht. Immer kein Sub hat, wenn er 13 Sad. Noch nicht. Und Tafsi kann auch Heider hat recht. Naja, der wohnt ja nicht mehr hier. Tafsi ist ja Hamburger jetzt. Gar nicht? Nee. Er ist Hamburger. Ist jetzt Hamburger. Aber geht doch nicht zu den Hamburger Turnieren. Aber die sind auch nicht so cool wie wir. Ja, die sind eineinhalb Stunden von ihm entfernt. Ach so, ist er so am Rand irgendwo, ja, oder wie? Das ist natürlich nicht so gut. Ja. Just sympathy. Tufkap, du alter King. Was ich damit sagen möchte. Ey, ich freue mich auch richtig drauf, wenn Özge nachher hier bei uns. Wenn sie uns raidet, Alter. Sorry, ich bin ein bisschen müde heute, deshalb bin ich ein bisschen langsam im Reden. Aber ist hier sehr spannend. Dennis und Maxi schenken sich hier wirklich gar nichts. Maxi sehr, sehr solide, aber knapp in Führung gegangen im ersten Match. Hier auf FD sieht es ein bisschen, nicht so krass deutlich aus. Aber ich finde, mit so einem hochprozentigen Stock kann man als Fox schon echt viel anfangen auf dieser Stage. Wie zum Beispiel diese Back-Air. Und noch was. Er spielt das sehr geduldig. Und jetzt hätte ein Stock sein können. Also da hätte das schon bald kommen können. Aber es bleibt spannend. Maxi baut ein bisschen eine Führung aus und da ist der Stock. Das meinen wir mit den hochprozentigen Stocks. Da kann man echt viel Schaden noch anrichten. Vor allem auf FD, wo halt Peach einfach nicht so krass reinkommt manchmal. Deswegen ist das manchmal ein bisschen risky. Ich habe das Gefühl, dass Maxi sich auch gut macht gegen Dennis auf FD. Vielleicht ist das auch ein schlechter Counter-Pick gewesen. Das wird sich später im Match noch ausspielen. Hey, ja, natürlich ist mein Commentary hochprofessionell. Ich bin doch hochprofessioneller Kommentator. Oh, da ist ein Down-Smash. Das ist zumindest kein Force-Rock, aber kann er auch ein Comeback schaffen? Es wird schwierig, würde ich sagen. Ich glaube, ich muss Fox gegen Dennis spielen. Ich glaube, Fox gegen Dennis funktioniert tatsächlich echt gut. Das ist so schwer, wenn man das. Yeah, also wenn man das so ein bisschen hinkriegt, dann ist mit Fox, glaube ich, echt viel gegen Peach geschafft. Deshalb, vielleicht ist das ein guter Tipp. Mal ganz ehrlich, das Puff gegen Peach Matchup ist sowas von. Ich fällt das Wort nicht ein. Sowas von One-Sided? Übertrieben worden, wie One-Sided das sein kann. Ach so, ja, aber wir wissen doch eh, dass Armada ein Wiener ist, oder? Ja, das ich sag das seit Jahren. Also das ist wirklich auch irgendwas, basiert nur darauf, dass Armada gegen Puff richtig heftig gestruggelt hat. Ich meine, ich und gesagt hat, dass es unmöglich zu winnen ist. Und dann haben alle gesagt, ja. Aber trotzdem. Und da haben halt, also, da kommt's halt, so 70-30 wird das sicher sein, denke ich. Vielleicht ein bisschen, vielleicht so 65-35 oder so. Aber es ist halt nicht so 90-10, wie man immer behauptet hat. Ich glaube auch nicht, dass das 70-30. Meinst du? Also ja, okay, ich kann es nicht so einschätzen. Ich bin oh, schöner Tag hier. Ey, guck mal, der holt sich das zurück. Ich sehe das. Ein Judah Downsmash, leck ein Stitchface. Das wäre was jetzt. Oh. Überlebt halt auch einfach irgendwie ewig. Oh, er hat sich das von dem. Er hat sich fast. Warte, wie hieß der? Dieser war das Polish? Nee, Polish war der Peach-Spieler, ne? Der hat letztens so einen richtig krassen Comeback-Stock gegen IBDW gemacht. Wo der genau das gemacht hat. So ein. Die Upbeat so ein bisschen höher, dass er auf der Stage landet. Den Fox damit getroffen. Und dann auch daraus noch converted. Der hat leider bei Dennis gefehlt, aber.
Vielleicht schafft er es im nächsten Match. Er hat halt auf jeden Fall sich richtig zurückgebissen. Jetzt ist wieder schlechter. Was ist wieder schlechter? Das Internet? Ja, die Bitrate ist relativ wenig. Amada sagt 70-30? Also ich kenne nur diesen komischen Clip, wo Amada ein sehr problematisches Wort sagt. Und wir verzeihen ihm das mal, weil er 14 war. Oder 12 oder so, keine Ahnung. Haben wir Bitrate, erhöht die Bitrate? Ja, mal gucken, ob das jetzt... Okay, sagt Bescheid, wenn es Internetprobleme gibt. Also jedenfalls, wenn Puff Peach 70-30 ist, dann ist Puff Fox mindestens 80-20. Jetzt ist es noch schlimmer? Ja. Würde nicht sagen. Doch. Stirbt halt bei 40. Ja, aber Fox ja auch. Nee. Doch. Fox stirbt nur mit einem Move bei 40 und bei Puff kannst du gejabt werden und stirbst bei 40, kannst gedash-attacked werden, stirbst bei 40, kannst einfach raw gesmashed werden. Nee, ja, aber das wird zählen ja hier nicht. Tools. Fox stirbt nicht bei 0. Wenn Fox bei 0 stirbt, dann hat er Kacke gewonnen. Wir zählen die einfach. Oh nein. Das war ein Heartbreaker. Weil er war gerade wirklich um zurückholen. Also nee, sorry, aber wir zählen ja hier nicht, auf wie viel Art man den Gegner töten kann, sondern ob es geht. Und es geht. Und du kannst ja auch nach der Definition aus dem Uptilt, aus dem Upthrow, aus der Side-B, aus dem Jab. Kannst du auch sagen, Youngling kann Fox bei 20 killen, wenn man mal ein Backthrow on a Ledge kriegt. Ja, aber das ist ja ein Gimmick eigentlich. Das ist auch ein Gimmick. Das ist kein richtiges und Ding, Youngling was ein Setup Fox hat. Ist wörtlich ein 90-10 Match. Also das ist ja nur, aber das ist ja ein Gimmick. Das ist kein Setup into einen Kill. Also keine Ahnung, ich finde, das zieht nicht so. Obwohl, vielleicht kann man es lernen, dass das immer trifft, aber nein. Das ist von Youngling? Ja. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, ist immer noch. Oh. Jan Link. Oh, mutig von Dennis. Da mag sie echt in seinem Gesicht und holt sich den Stock. Aber Dennis hat auf jeden Fall ein bisschen aufgeholt wieder, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn er den jetzt abklingt, den Stock schnell, dann kann das was werden hier. Opportunity für einen guten Nickname verpasst. Oh, es ist der prenzelburgerische Sniper. Oh, schön, prenzelbergerisch, das tut mir leid. Ey, das ist... Die Kontrahenten schenken sich gar nichts gerade. Oh, Maxi, schön gewartet. Ganz große Kombo hier. Und war's das? Dennis noch eine zweite Chance bekommen mit dem SDR hier. Und nutzt sie hier vielleicht auch. Ah, den Tag rein, nicht gecheckt. Und das war's. Das war ein 3-0, wow. Damn. Ein sehr knappes 3-0. Aber es war knapp. Gegen den muss ich. Ich glaube, gegen Mali. Mali, ja. Gott, der nicht. Du hast es falsch rum eingetragen. Ach, das ist doch gut so für dich. Er hat den Gewinner der Herzen eingetragen. Ja, ich weiß, was das so, was steht runter? Da unten? Gegen Mali. Hallo? Was passiert denn gerade? Hey, was ist denn gerade los? Oh mein Gott. Mali, ja. Okay. Gegen's. Willst du. Wollen wir das auf Stream spielen, Dennis? Ja, ich glaube, Winners Finals muss jetzt nicht um 20 Uhr schon passieren. Wir wollen ja noch auf den Özge-Host warten. Ja, was machen wir denn überhaupt? Zum Besten ja, irgendwie deutlich früher als sonst. Ja, wir können ja hinterher nochmal einen Round-Robin machen. Logo ist recht dabei. Nein. Ja, wir können sicher noch ein, zwei kleine Sachen machen am Ende. Ja. Aber wir werden ja, also ich denke, ab einem bestimmten Punkt werden wir einfach alles 1-1 halt runterspielen. So, weil halt, warum nicht? Wir haben ja die Zeit dafür. Eine Diskussionsrunde. Was? Eine Diskussionsrunde einfach. Ey, kennt ihr dieses Bild von den 12-Jährigen, die so sitzen und so, ist Call of Duty besser als Fortnite vielleicht, wie sowas? So sind wir dann aber mit so, sollte man ein Bier beim Weekly kaufen dürfen. Warum Fortnite scheiße ist? Da gab es letztens Chapter 3 und es war nicht Deltarune. Ich habe mich aufgeregt. Warte, was? Haben die, was? Letztens auf Twitter war Fortnite in Trends wegen. Nee, war Chapter 3 in Trends wegen Fortnite. Ah. Das ist natürlich schade, aber ist auch okay. Dafür sehen wir jetzt Mali gegen Dennis. Was bekanntlich noch nie gegen Dennis ausgegangen ist. Also, es wird aller Voraussicht nach ein guter Sweep.
aber vor allem, weil das Matchup bekanntlich auch sehr, sehr schlecht für Ice Climbers ist. Vor allem halt noch kann nämlich sehr gut Icy sind halt sehr stark grounded im Prinzip, also am Boden. Und das Problem ist halt, dass Peach da so eine riesige Waschmaschine hat und die Ice da sehr leicht reingezogen werden können. Und auch ziemlich leicht separieren. Ja, das ist genau das auch. Und Peach kann die auch sehr schnell töten, so mit diesen halt schnellen Float Cancel Aerials kann man echt richtig, richtig schnell mal so eine Nana töten. Und gleichzeitig die beiden halt auch sehr gut auseinanderhalten, genau. Das heißt, ICs haben ein ganz, ganz großes Problem. Sie können nämlich nichts machen. Oder sehr wenig. Und wenn man guckt, da hier könnte Down Smash, kann ICs nichts machen. Gar nichts. Also wenig. Und das Laserschwert hilft da natürlich auch gerade nicht. Schmeiß das Laserschwert! Ja! Okay. Genau, aber das ist halt ein schwieriges Matchup. Es gab in letzter Zeit auch wieder Revolutionäre des Charakters, die das sehr machbar haben aussehen lassen, wenn ich mich nicht irre. Aber natürlich hier mit dem Favoritenstatus Dennis gegen den Mali in einem schweren Matchup für Mali sehen natürlich die Chancen denkbar gering aus. Ehrenlos, wer Laserschwert führt. Hä, Digga, willst du mir sagen, Darth Maul ist ehrenlos? Ja. Willst du mir sagen, hä, was? Hast du das auch geworfen? Alle Bösen haben mal geworfen, glaube ich, ne? Ja. Ey, das könnte auch eine Anti-Drogen-Werbung sein. Benutzt. Was? Okay, in Prequels hat das benutzt. Maybe. Alle Bösen haben mal geschmissen. Ja, ich glaube nicht, dass das geworfen hat. MDMA. Nicht einmal. Was? Not even once. Was? Hat Darth Sidious Laserschwert geworfen? Oh, der glaube nicht, aber der hat auch sehr wenig mit Laserschwert gekämpft. Er hat halt eigentlich nur gegen Yoda und Windride, ne? Er hat halt den halben Jedi-Rat einfach gemerkt, aber so 5 Sekunden. Das fand ich ein bisschen scheiße. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon so die Kräftebalance bisschen nicht so deutlich. Ja, aber Darth Maul hat das mal gemacht auf jeden Fall mit seinem Doppellaserschwert, oder? Keine Ahnung. Zumindest in Clone Wars hat er das safe mal gemacht. Weil da haben alle ein bisschen cooler gekämpft. Meine Referenzpunkt ist jetzt auch Star Wars Battlefront, wer das da machen konnte. Da kann das auch. Das weiß ich glaube also, schon. Darth Maul kann auf jeden Fall, das weiß ich noch ganz genau, weil den hat man... Deswegen hat das wahrscheinlich. Weil der hat immer geslappt, wenn man Darth Maul bekommen hat. Wo zur Hölle ist eigentlich der Star Wars Plattform-Fighter? Ich hoffe, der kommt niemals. Es gibt Darth Vader in Soul Calibur 4. Ja, hast du ja Darth Vader. Auch für die Playstation, auf der Gamecube-Version gab es Link, genau. Gamecube ist Soul Calibur 2. Ach, Soul Calibur 2 dann, tut mir leid. Ne, 4 ist ein neueres, ne? 4 war, glaube ich, Darth Vader und Xbox Yoda. Warner Brothers Platform Fighter, was sind da für Charaktere drin? So ein Batman? Bestimmt gibt es bei... Das gibt's doch schon. Batman, Big Chungus. Big Chungus, nice. Obwohl, das könnte auch ganz gut klappen, meine ich. Harley Quinn, aber nicht der Joker, was soll denn das? Sind die da drin? Also ich meine, der Joker kommt 100%. Ich weigere mich, ein Fighting-Game zu spielen, in dem Harley Quinn drin ist. Oder der Joker. Super, that matter. Cringe-Charaktere. Was? Einfach toxic. Adventure Time, ja stimmt. Was? Adventure Time. Adventure Time Fighting Game? Nee, die sind dabei. Ach so. Oh, interessant. Schön von Dennis da an der Stelle, muss man dazu sagen. So ein komischer Hund war da drin. Ja, Jake the Dog. Den ja, ey, Digga, Jake the Dog und Finn der Human, ja, Alter. Nicht der Hund, der Put some respect on my Name. Ach so. Der grüne Hund? Das ist irgend so ein grüner Hund aus einer Show, die ich nicht kenne. Welcher Hund ist denn bitte grün? Aber er ist niedlich. Vielleicht ist es auch ein Löwe oder so. Ich finde so wenig Franchises wirklich interessant für so einen Platform Fighter. Ich muss mittlerweile auch sagen, dass ich die meisten Nintendo-Charaktere nicht so interessant finde. Also, der ist auch mein Problem bei mir. Das Smash Ultimate Roster, also... Smash Ultimate ist kein einziger Charakter im DLC, den ich haben wollte. Ja. Die meisten sind nur Schwertcharaktere. Okay, das Ding ist, du hast halt das Roster von Melee genommen und einfach so markiert und dann so größer gezogen. Weißt du? Und dann hast du halt jeden Charakter, also jeden Charakter statt einmal, viermal. Und Waluigi vergessen. Und Waluigi auch vergessen, was ja ein interessanter Charakter gewesen wäre. Warum zur Hölle ist Waluigi nicht? Oder Treasure Tracker Toad zum Beispiel. Ey, bevor Ultimate rauskam, hatte ich mal eine Unterhaltung mit Dusan. Ja. Wo er so zu mir meinte, ja, warte mal, irgendwann später bei Ultimate macht mein Ridley dich fertig. Und da habe ich gesagt, ja, mein Mal, Waluigi wird dich fertig machen. Und dann hat Dusan recht gehabt und du nicht. Naja, damals war Ridley schon in Ernst. Ja.
Ja, ich war so sicher, dass Waluigi kommt. Hier. Ich fühle mich so bezahlt. Oh, mein Schiff von der ist. Batman, Bugs aber auch Bunny. Gute, von Marley. Bugs Bunny, gut. Shaggy, das finde ich auch lustig. Der Saiyajin Mode. Das, oh mein Gott, der most powerful Character in Leon, Alter. Oh. Marley, schöne Recoveries. Keep it close. Oh, okay. Das war ich bisschen, weiß auch nicht, was das war tricky. Die gegen Harley Quinn hat. Aber das Beste ist eh noch Rivals of Ether mit Steamwork. Harley Quinn. Dann ist er gerade Harley Quinn. Ich finde halt. Das ist ein guter Name. Keine Ahnung, ich finde, sie ist so edgy. Sie ist halt so der 0815 Charakter für Leute, die meinen, dass sie nicht normale weibliche Charaktere mögen. Ja, ich finde, es gibt so viele coole weibliche Charaktere, die man nehmen kann. Und nicht die halt so. Oh, sie ist Joker, aber. In weiblich. Sie so. Ist halt nicht Joker, sie ist halt so. Nee, sie hat nicht, aber. Sie ist halt voll das Opfer. So. Sie ist, ja, sie ist halt sogar. Das im Mann. Sinne des Wortes. Nein, ich finde Opfer ist auch nicht richtig. Das gibt ja auch nicht genug. Sie ist Nemo. Das gibt auch nicht genug Credit an sie. Sag was, sie, hau sie raus, hau wen raus. Ich weiß auch nicht so viel von Batman. Die weiblichen Charaktere. Das ist eigentlich schade, es war Batman. Ist, Gaming ist ein male-dominated space. Ich habe mal ein bisschen Spider-Man gelesen, ne? Und nein. Spider-Man ist sowas von komisch, der, also ich kannte ja vorher nur die Filme. Und was? Wenn man dann den Comic liest, wo Spider-Man einfach irgendwie einen Körper tauscht mit irgendwie Dr. Octopus oder so, aus, weil okay. Der Wissenschaft macht, so nicht mal irgendwie erklärt mit Magie oder so. Der hat einfach so viel Wissenschaft, dass Spider-Man zu ihm hinkommen konnte und er tauscht mit ihm einfach so den Körper. Wii U. Ah, das ist der neue, ne? Nee, es war schon vor der Weile. Also. Aber hier, Heide, ich habe kurz nachgedacht, so Catwoman zum Beispiel, auch halt, um mal in demselben Universum zu bleiben, mehr oder weniger, ist viel interessanter. Wonder Woman auch, möchte ich mal behaupten. Catwoman ist aber auch halt Catgirl. Habt ihr das neue League of Legends Serie fair. Gesehen? Aber die ist ja irgendwie schon ihr eigener Charakter. Sie ist denn, also die Definition von Harley Quinn ist ja ein bisschen, dass sie so... Hab ich gehört. Also der... Oh! Ah, schade. Ich mag halt diesen Arzt hier. Ich fühl's. Aber worauf ich jedenfalls hinaus wollte mit... Also Harley Quinn based auf dem Joker ja, auf jeden Arcane Fall. Das ist irgendwie ein bisschen ich so... Ich geb dir recht. Mit Spider-Man. Was? Arcane. Der ist Arcane. Serie. Da guckst du so... Auf Netflix. Ja, okay, aber das, also das ist ja toxic, so male-driven Storytelling, so das... Das macht ja... Also es gibt ja interessante Charaktere, die dann einfach durch eine shitty Story so... geschmissen werden. So. Ich finde auch, dass man Harley Quinn auf jeden Fall besser hätte machen können, aber ich fand es halt irgendwie dann nicht so beeindruckend, weil sie haben einfach gesagt, so, okay, sie ist jetzt mentally ill und halt mad wegen ihrem Ex-Boyfriend oder sowas. Warum ist Squid Game überhaupt so beliebt geworden? Ich verstehe es nicht. Squid Game für Melee? Ich wundere mich immer. Squid Game für Ultimate. Netflix kann irgendwie einfach irgendwann so eine eigene Serie rausbringen und wenn es ihre eigene ist, guckt das irgendwie jeder. Ja, ne, ich glaube, viel mehr Leute geben dem dann eine Chance. So. Und ja, ich glaube, die haben auch richtig für die westliche Audience ist so alles, was nicht so Standard Hollywood ist, halt voll interessant, glaube ich. Ich kenne so viele Serien mit dem Konzept, was Squid Game hat. Packages Cast. Ja, das ist halt ganz normale so Battle Royale-Serie, oder? Ja, nicht nur Battle Royale, halt auch Battle Royale basierend auf irgendwelchen Kinderspielen. Ist nicht. Hä? Ist Squid Game nicht das Erste, das es macht? Welches denn? Ich finde, es hat diese Beliebtheit nicht verdient, aber ich habe es auch nicht gesehen. Also. Was sind die anderen Sachen? Kamisama no Yutori? Ja, Digga, okay, wir reden aber von Anime und nicht von so Mainstream. Das ist nur, also, naja, es ist als Realserie umgesetzt worden. Ach so. Kaiji, genau. Was? Kaiji, aber Kaiji ist scheiße langweilig. Hot Take. Okay. Nein, ich meine, was für eine Fortnite-Serie? Scheiße, Fortnite, ja, es ist nicht Delta. Jedenfalls. Hey, ganz kurz, Heide, was aber based ist. Was voll witzig ist, underrated ist, ich hab vergessen, wie es heißt, scheiße. Aber ist das nicht auch im Endeffekt jetzt der Mo von Heide, ich wollte Heide Quinn sagen, von Harley Quinn? Harley Quinn! Dass sie auch so... Ja, Banana, ganz ehrlich, Kaiji... Azula extrem gut, mag, ja. Aber es dauert einfach zu lange, bis die damals... dauert einfach zu lange, hast du eine ganze Staffel für ein Spiel, was geht ab? Für was jetzt? Kaiji. Achso. Oh, okay. Ich meine, okay, wenn man die Geduld hat dafür, dann man die, hast die gewonnen. Aber ich habe leider nicht die Geduld dafür gehabt. Ist eigentlich jetzt die Bildqualität besser, weil ich habe jetzt ein bisschen an den Einstellungen geändert. Ja, hätte das sehe ich auf jeden Fall. Aber das ist ja, also wir haben ja schon
dass das ein Problem ist, dass es weniger so gute weibliche Charaktere gibt, das hatten wir ja schon irgendwie. Also es ist halt bisschen, ich mag den Edgy Touch nicht. Ich mag auch den Joker nicht. Das ist ja kein Spieleserie. Avatar? Ja, aber nee, ich finde das auch. Also ich finde tatsächlich, Avatar könnte ein sehr gutes Fighting Game. Das gab sogar schon mal ein Fighting Game von Nickelodeon. Nein. Ja. Nee, aber es gab mal so eine Art so Battle Arena. So wie die, kennt ihr die Fighting Games von Dragon Ball Z? Wo du so dann diese dreidimensional, jedes von denen ist gleich. Aber so in etwa war das, wo du halt so dreidimensional rumhüpfen konntest. Das war sogar gratis, glaube ich. Scheiße, die fällt nicht ein, wie die sagen. Also jedenfalls gab es mal auch so eine Buffy, hast du gespielt? Serie, die Squid Game ist, aber nicht so edgy, weil da spielen sie nicht um... Alter, Buffy 3-0. Um irgendwie Tod oder so, sondern um Geld. Das war einfach mal etwas nicht so edgy ist zu sehen. Denn zum Beispiel Kami-sama no Yutori ist total edgy. Ist auch ein bisschen trashy. Dennis spielt direkt weiter. Ja. Na gut. Er ist ja jetzt schon auf. Was sagt der Chat? Was sagt der Chat? Was ja, also ich würde sagen, bei so Sachen, irgendwelche so bizarren japanischen Serien oder sowas zählen einfach nicht, weil die würden nicht an die Menge kommen. Das war halt, ist so komisch, nicht ganz Mainstream, aber ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ja, also genau, das meine ich. Ich glaube, mit dem Charakter an sich, so wenn die das halt auch weiter wie im Cartoon gelassen hätten, hätte ich absolut kein Problem. Aber ey, Halloween hat mich gescarred, Alter, okay? Ja, weil da alle mit einem scheiß Harley Quinn-Kostüm oder einem Joker-Kostüm rumlaufen. Das ist der gleiche Charakter. Bloß in sexistisch geschrieben nochmal oder so. Sie haben wortwörtlich einfach gesagt, what if Joker girlfriend? So, und das ist dann so, naja, okay. Ja, die haben dann halt auch, also wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus, aber mein Eindruck ist, dass die da immer ein bisschen was draus auch machen, weil sie dann halt darauf eingehen, wie abgepackt das eigentlich wäre. Wenn der eine Freundin hätte. Ja, abgefuckt ist ja auch eigentlich ist. Wenn er eine Freundin hätte. Dass da jemand auf Joker abfährt. Ach so, aber das ja, es gab ja auch so Ted Bundy hatte doch auch so Verehrerinnen im Knast und so. Ja. War das Ted Bundy nicht? Ach so, ja. Ted Bundy? Ted Bundy? Das hat, glaube ich, jeder. Oder denke ich gerade an den aus der Sitcom. Ja, Ted Bundy war der Typ, der die Frauen... Aber ich glaube, der hat auch Verehrer gehabt. Das gibt... haben, glaube ich, ziemlich viele. Klar kann man Joker abfeiern. Ich hasse Joker. Absolut scheußlich. Das ist eine Scheißmeinung, Konsti, ganz ehrlich. Sorry, aber also... Dark Knight war ja ganz cool so. Ganz lustig. Aber es reicht. Joker ist wirklich cringe. Also jetzt, wo wir bei Joker sind, wollte ich mal nochmal darauf zurückkommen, was bei Spider-Man so komisch ist. Ne? Weil wenn du von den Filmen aus zu Spider-Man kommst, dann denkst du dir, Mensch, in den Filmen ist Spider-Man so die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Yeah. Und dann hast du aber die Comics und die laufen seit, weiß ich, 1920 oder was weiß ich. Und die haben wirklich jede Storyline schon mal durchgenommen, die man sich vorstellen kann. Das heißt, das ist eine komplett abgefuckte Geschichte mittlerweile, so ja. Gegen was weiß ich für welchen kosmischen Horror kämpft. Das war ist ja genauso wie mit Star Trek, wo die das einfach neu gemacht haben. Eine neue Timeline. Ja, das kam halt erst irgendwie 2010 Ich glaube, mit Batman geht das wahrscheinlich auch in die gleiche Richtung. Nee, bei Batman ist das halt... Dass die auch alle schon mal alles gemacht haben, weil die sind ja auch sau alt. Ja, Batman ist halt viel geiler, da habe ich mal ein bisschen was von gelesen und da kriegst du auch das, was du erwartest halt. Weil Batman hat sich so festgelegt auf diese düstere Stimmung und das kann schon mal nicht so sehr ins Absurde abgehen. Also tut es schon ein bisschen, so mit Joker, der sich das Gesicht abschneidet. Wo wir schon bei so Anti, so, keine Ahnung. Also Batman ist schon ziemlich geil. Weil so diesen so eine Layer deeperen so Charakteren sind. Ich bin auch kein großer Fan mehr von Deadpool. Deadpool? Fand ich irgendwie dann auch nicht mehr so. Also das war so ganz lustig, weil er deconstructed das so Superhelden-Genre. Und dann war es auch einfach nur so, okay, ich bin jetzt, er ist einfach ein Cosplay-Charakter geworden. Das ist ein bisschen traurig. Aber was viel wichtiger ist Cosplay Bob Target heute den Gewinner? Was?
Das war das schlechteste Segway aller Zeiten, Alter. So was von. Wie steht's überhaupt? Ist das richtig? Es steht 0-0. Das hat gerade erst angefangen und Bob Target mit einer soliden Führung. Muss irgendwie nur einmal noch. Dennis hat gehört, was du über den Joker sagst und ist einfach zugetriggert. Dennis mag nicht mehr hören. Ich glaube, Dennis reißt sich jetzt zusammen, weil er weiß, dass er sich gleich hinstellen muss und uns die komplett richtige Meinung zu dem ganzen Thema beibringen muss. Oh Gott. Letzte Sache off-topic, Daredevil, Netflix, super geil. Die fand ich auch gut, die erste Staffel zumindest. Dritte auch. Wenn der zweite nicht so gut fand, ist die dritte ist wieder extrem gut. Ich glaube, ich habe alle gesehen. Egal, darum geht's gerade nicht. Meinung zu Black Widow, jetzt geht's weiter. Kenn ich nicht. Boah, keine große Meinung zu Black Widow. Kenn ich, ja, habe ich nicht gesehen. Habe nicht so viel. Ja, guck mal hier, Heide hat recht. Also vielleicht, weiß ich nicht. Ich fand, okay, egal. Wir reden über Super Smash Bros. Melee für den Nintendo GameCube Berlin. gut, dass Tuffkamp uns daran erinnert. Pawlitzka, da musst du mal dritte sehen. Oh, okay. 1-0 für Buffy. 1-0 für Buffy. Wenn du die erste mochtest, die dritte ist für die erste wieder von der Qualität her. Es endet nicht. Es geht heute nur noch um DC und Marvel. Es tut mir leid. Aber das ist okay. 1-0 für Bob Target. Was für ein unerwarteter, was für eine unerwartete Wendung in diesem Super Smash Bros. Turnier. Vielleicht. Ich glaube, wir sollten wieder über Star Wars reden. Da hat der Kenntnis gewonnen. Vielleicht ziehen sie beide ihre Laserschwerter hier. Oh mein Gott. Warum? Also was macht Bob Target heute so gut? Ist die Frage. Oh, schöne Leiter. Vielleicht, weil die Stimmung hier etwas leiser ist. Banane, vielleicht ist er einfach insane, wenn die Musik aus ist. Ja, die Musik ist oder wenn zumindest, wenn zumindest nur eine Musik an ist. Also wenn eine Musik an ist, so. Ohne störende Geräusche. Ey, ich wollte irgendwas finden gerade, ich weiß es nicht. Bitte redet über das Set. Bitte redet über das Set. Das machen wir, Jan. Hier, also... Das ist ein Star Wars Podcast hier. Jetzt. Ich glaube, wenn er die Sidebeat zu Ende geführt hätte, dann wäre das... Dann wäre Dennis gestorben. Weil du kannst, also das ist so ganz weird, so manchmal kannst du da nicht raus. Welcher Star Wars Charakter wäre Marv? Stopp! Ey, ich versuche wirklich das zu kontrollieren gerade. Oh mein Gott, Dennis! Schön. Oh, okay. Die richtige Antwort ist Luke. Ey, auf jeden Fall Spanninger hier. Klasse. Auf Target sehr stark am Beat. Ich glaube, wenn er so ein, zwei, also ich habe schon so ein, zwei Sachen, so Adjustments gesehen. Ich glaube, wenn er die durchführen würde, dann hätte er das fest in der Hand hier. Wenn Dennis natürlich nicht auch noch was macht. Dennis nimmt meistens die Farbe, die mit dem Hintergrund bleedet. Wählt er, warte, wählt er die Farbe nach der Stage? Ich dachte, er cycelt aber nur durch. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, manche Leute machen sowas. Ja. Ich weiß, dass Shunsuke in Japan immer einfach durchgecycelt hat. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute extra grün nehmen auf Dreamland oder so. Um unsichtbar zu sein. Ja, Camouflage, Alter. Ja. Oldest trick in the book. Oh, schön, Dennis. Kurz angehalten. Und dann... Oh, ja, Dennis auch grün nimmt genommen. Das Ding fest in die Hand. Oh, ja. Saturn. Geil, das ist geil. Das war super gut. Gegen dich warst du... Nee, ob das... War ja auch auf der Stage grün, ist die Frage. Nee, erstes Game war ja Dennis grün. Obwohl, ja, to be fair, als er vorhin gegen mich gespielt hat, war ja auch Friendlies. Da kann man ja nicht voraussehen, was für ein Match, also was für eine Stage gespielt wird. Es geht ja genau, die Frage ist ja, ob er das nachher von der Stage abhängig macht. Hat er auch Friendlies gecounterfickt? Ja. Nee, eben nicht. Deswegen kann man das, deswegen zählt das ja nicht. Aber Dennis mit 220% ab. Stirbt er jetzt endlich? Nein. Was zur Hölle, wie hat er das überlebt? Row of the Day. Ey, das stimmt echt spät. Oh mein Gott. ihr beobachtet eine medizinische Ailment namens Mathritis. Das stimmt nicht. Also bei den Prozenten wird aber auch fair gespielt. Also Heide für die Information, für Tuffkamp vielleicht auch. Marth hat ein ganz großes Problem, nämlich der hat halt bei hohen Prozenten keine richtigen Conversions sind halt Kills mehr. Imagine keine Kills mehr zu haben. Und dann, oder was heißt keine? Das ist absolut ein bisschen übertrieben, aber die normalen Sachen, die du machen kannst, die leaden halt nicht into Kills. Und dann hast du immer so ganz viele kleine... Oh Gott! Und so schnell kann es gehen. Ja, und deswegen... sonst hat er halt ganz nur so kleine Moves. So, er hat so kleine einzelne Moves, mit denen er halt...
mit denen halt eben den Gegner weghitten kann, so ein bisschen, aber die sind halt eigentlich Extender. So. Jan einfach mit dem. Dann guck mal Corona Cases an heute. Was? Was hast du? Einer hat einfach geschrieben, 242, ich habe noch nie eine höhere Zahl gesehen. Heide hat einfach komplette so Mittelstufe Mathe nicht mitbekommen, scheinbar. Du hörst mir zu, aber verstehst es nicht ganz. Also Marth kann diese ganzen Schwertschläge, die er da hat, diese leichten, die sind alle gut für Kombos, so wie du das gerade siehst, aber wenn die Prozente ein bisschen höher gehen, dann kriegt er Schwierigkeiten damit zu töten, weil er eben halt diese Kombos nicht mehr machen kann. Er braucht dann sowas Großes und die sind halt langsam und nicht so gut. Deshalb brauchst du normalerweise ein Setup dafür. Also du kombos dann in den starken Move rein, der ihn dann tötet. Aber das geht jetzt halt langsam nicht mehr, weil dieses Setup nicht mehr existiert, weil er zu weit wegfliegt dafür. Aber nicht weit genug, um zu sterben. Wenn das ein bisschen Sinn macht. Also Bottomline, Marth kann nicht so gut killen. Oder Marth kann bei niedrigeren Prozenten gut killen. Oder bei mittleren und bei hohen Prozenten eben nicht mehr so gut. Bei hohen Prozenten, ja. Ja. Das ist die Bottomline. Und das heißt in Melee-Lingo Marthritis. Versteht ihr, weil er wird nicht mehr fähig. Er kann nicht mehr so viel machen. Im Gegensatz zu Foxritis. Ja genau, man fliegt immer viel weiter, aber manchmal willst du ja nicht, dass der Gegner weiterfliegt, weil du willst ja eine Combo machen. Du willst ja eben halt den kleinen Slash in den großen Slash machen, damit er stirbt. Weil guck mal, jetzt, ne, das wäre jetzt eigentlich bei 30% eine Combo gewesen, aber stattdessen ist er da oben hingeflogen, das hat nicht so viel gebracht. Du brauchst halt irgendwie diesen starken Move, damit er stirbt. Ja, oder er kann halt kein Combo machen. Das geht natürlich auch. Oder gut einfach so gimpen, Edgeguard-mäßig. Oh, aber Dennis, souverän, holt sich das Ding zurück. Es steht 1-1. Was meint ihr, passiert als nächstes, Leute? Guck mal, Dennis hat auf Orange gewechselt. Mein Lieblings-Peach-Skin übrigens. So Daisy. Der Daisy-Skin, oh, absolut toll. Rot gewechselt. In real life. Heide hat Geld auf Dennis gesetzt. Mit, achso, hat sie nicht. Na gut. Ist jetzt probiert. Ja, spannend hier. Also steht 1-1. Kleine Stage, das heißt, die Probleme, die Boff Target im letzten Match hatte, werden nicht mehr so groß sein. Weil eben er auch früher durch andere Sachen sterben kann. Und gleichzeitig hat er dann diese so Dinge wie diesen F-Smash hier, wo man sehr schnell gegen Gegner offstage kriegen kann und von da aus ein gutes Setup für einen Edgeguard später hat. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich von der Peach-Seite des Matchups echt nicht so krass verstehe. Oh, ich verstehe auf jeden Fall, dass er nicht hätte sterben sollen da. Aber er muss wahrscheinlich ein bisschen, also sein Ding ist ja normalerweise, dass er so Turnips fängt und dann ein bisschen extra so Firepower hat und dann halt eben nah rankommt irgendwie in diesen einen Moment und dann eine große Combo draus macht. Das heißt, die Turnips, die fallen halt weg, die Radieschen. Aber er hat natürlich die Zwiebeln. Das sind Zwiebeln. Zwiebelonis. Aber er kann dann natürlich sehr gut so reinkommen, wenn er das richtig macht. Das hat viele Nachteile und Vorteile. Natürlich frühe Kills gegen Marth helfen natürlich auch, weil der natürlich auch von sehr weit sehr gut zurückkommen kann. Oh. Aber hier schön super gegen geedgeguardet. Dennis hängt ein bisschen in der Seile in diesem Match. Nach diesem SD und dem ersten soliden Stock von Boff Target. Oh. Geht das? Oh, okay. Und glücklich, dass da... Oh, das... Okay, gut, dass er den Jump noch hat. Da hat er ja nicht auf die Rübe reagiert. Schön Backdash. Oh, Smash. Boff Target ist richtig am Ausrasten hier gerade schon wieder. Guter alte Down-Air-to-Up-Air. Ich brauche ein Glas Wasser, ich rede die ganze Zeit schon. Ich mach das nach dem Match. Oh. Genau, hier ist das Problem halt, Boff Target kann halt versuchen, die Kombo sehr lang zu machen, aber da kann Dennis natürlich... Da hat Dennis natürlich mehr Möglichkeiten, rauszukommen. Und dann läuft auch das Problem, dass er eben zu hohe Prozente kommt, zu weit weg. Und eigentlich willst du ihn ja irgendwie gut erwischen und von da aus killen. Oh, das hätte vielleicht eine Downer sein können oder was anderes. Oh, schön gewartet für den Up-Tilt und sich den Kill geholt. Peach hat sogar zwei Booty-Bounces. Ja, bei den Hits. Das sind mehr Booty-Bounces als jeder andere Charakter im Spiel. Oh, auf
Target schön mit der Distanz hier. Schöner Power Shield Grab. Bisschen greedy mit dem F-Smash, der hätte auch nicht viel gebracht. Ah, wenn Dennis das jetzt nutzt, so wenig Schaden genommen zu haben. Ah, das ist immer schwieriger bei Low Percent gegen Marv überhaupt irgendwas zu kriegen. Na, Backthrow. Third. Backthrow, Back Air, Side Wing. Ja, wenn das ist dann halt, da muss er ihn halt schießen mit so, aber das ist halt auch mal nicht immer möglich. So, nein, das waren die Booty Bounces. Achso, sorry. Ich dachte gerade so, hä, was ist das für eine komische. Klar kann er cheesen, so, aber das hilft ja jetzt gerade nicht unbedingt. Obwohl. Wenn es klappt, dann klappt es, dann ist immer gut. Oh, das war vielleicht. Ah! Das könnte es gewesen sein, ja. 2-1 für Buff Target. Kein Charakter, wo ich war so sehr genervt. Wie unglaublich dringend ein Glas Wasser. Weil sie die Explosion von der Side B weggenommen haben. Cheesen ist, wenn man ein sehr. Ohne, wenn man billig gewinnt. Naja, wenn man halt sehr mit sehr niedrigen Prozentzahl jemanden tötet. Nee, das ist einfach Gimp. Schieß muss nicht killen. Aber halt. So. Jetzt weiter hier. Achso, Cheesen. Ist oh Gott. Ein schlechtes Game Design ausnutzen. Das ist, wenn man eine Sache macht, Gott, die ein bisschen cheap ist. Und das klappt halt in den meisten Fällen nur, wenn der Gegner das nicht erwartet. Oder halt eben sowas, so ein ganz schneller Kill. So. Du schmeißt ihn schnell runter nach hinten und hittest ihn mit einer Sache und er ist tot. So. Das halt, was eigentlich nicht funktioniert. Das ist so ein bisschen corny so. Es funktioniert halt meistens, weil der Gegner dann einfach ein bisschen überrascht ist davon. Und es wird meistens als halt uncool angesehen. Souveräner Kill von Dennis Zagat. Up-Throw-Rest. Na gut, also Marv ist zum Beispiel ein sehr guter Cheese-Charakter. Up-Throw-Rest ist schon wieder nicht... Im Prinzip, oh! Wenn man sich anguckt, wie das Matchup aussieht, dann braucht Puff das. Also, wenn du so ein Arthur-gegen-mich-Set ansiehst, dann wirst du sehen, ich werde extrem oft gecheesed. Weil ich halt so... Vor allem, wo er mit seinem Fox gespielt hat. Nee, mit Marv auch genauso. Er schmeißt mich runter und ich jumpe und er down-tiltet mich und ich bin tot. So. Up-Throw-Rest ist Cheese gegen Falcon, aber nicht gegen Fox. Wieso? Arena gegen Fox ist legit einfach. Obwohl gegen Fox braucht man das und Fox ist selber schuld, wenn er gegrabt wird, weil das ist so blöd. Nee, also Fox. Ich finde das generell einfach, also es ist halt ein. Oh! Ah, schade. Ich wäre das ein bisschen am Flexen, aber hat nicht geklappt. Nee, kann ich würde jetzt nicht sagen, dass Up for Rest Cheese ist, weil das halt eine normale Combo ist. So. Aber gegen Falcon. Weil bei Puff Cheese wäre vielleicht sowas wie. Irgendwas durchducken und dann einen Grab kriegen. Hey, kannst du nicht, haben wir nicht wortwörtlich ein Emoji mit PogChamp? Ah, nee, das ist auf meinem Kanal, ne? Wir haben die Schlange. Wir haben die Schlange. Ah, nee, das ist glaube ich, ein Varan oder sowas. Ja, auf jeden Fall ist es kein Neonazi mehr. Ja. Und das ist gut. Okay, Dennis spielt so die runter. Und aber man merkt halt, das Matchup ist halt schwierig für Peter. Das ist ein ganz langer Kampf, um hier reinzukommen. Und glückliche Stitchface. Zombie-Zwiebel. Was ist die Chance dafür? Wie 1-78, ne? Ich glaub schon. Chance ist 1. Konzi, du musst mal was streamen. Ich muss mal was streamen. Ist entweder 1-128 oder 1-300 irgendwo. Ja, das Problem beim Streamen ist halt spielen und dabei reden. Was? Glaube ich. Beim Stream muss man dabei reden. Also ja, ich würde halt richtig gerne Ongeki wieder streamen, aber das ist so schwer dabei zu reden und es geht glaube ich auch gar nicht. Deshalb, ich finde das auch ein bisschen... Oh, Dennis, ja, schöner Turn of Throw, schöner Versuch zumindest. Ja. Dennis auch langsam hier jetzt am Aufdrehen. Und Buff Target ist... Oh, kommt zurück, okay, knapp. Die Option Coverage noch. Das ist schön gemacht aber, ja. Und... Das war ein bisschen zu fancy. Wenn das ihn jetzt... Wenn er jetzt daraus noch Set wollte, das wäre... Oh. Guck mal bei KP rein. Ed Habitzka. Hä, was macht KP denn? KP666, der YouTube-Star. Ja, aber warum soll er da reingucken? Es ist tief in einer True Crime Debate. Oh nein. Macht der Tutorials oder? KP666, der YouTube-Star, ist ein alter Smasher und
Meltdown, Barkeeper. Oh, schön. Ich kenne Kaffee, aber ich frage mich, warum das jetzt für. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt, warum Tufkap das gesagt hat. Weiß der, wer Kaffee 6 ist? Das neue Shin Megami Tensei 5 oder wie das heißt? Ich finde Shin Megami Tensei ja. super, super. Also, ich habe das einmal ganz kurz gespielt, ich fand es richtig langweilig. Tut mir leid. Sorry, sollte vielleicht also auch mal so. Also, ich finde, Persona sieht halt ziemlich sick aus. Das ist ja auch dann. Ja, ich glaube, dass diese ganzen Spiele hitten mich auch irgendwie gar nicht mehr. Persona so sieht sick aus, aber ich mag keinen Jazz, deswegen werde ich es niemals spielen können. Du magst keinen Jazz, deshalb wirst du es niemals spielen können. Ja, die Musikstil ist, glaube ich, von jedem Persona anders. Oh, das ja, heißt, du kannst aber ein anderes. Persona 4 ist sehr jazzig. Ja. Oh, schade, schöne Rolle. Das ist Persona 5 vielleicht, aber ich mag auch keine Spiele, die länger sind als 50 Stunden. Oh, Dennis! Oh, das war so cool! Oh mein Gott! Schade, dass kein Edgar draus geworden ist. Das war wirklich wie ein Buch. Und da kommt's. Ja, schön. Richtig. Dennis. Im Gameplay ist sowas von sick. So schade, dass Dennis, du so zwei Charaktere Items hast. Dennis beim 2-2 auf dem Gegner counterpickt. Sagt, er hat keinen Bock auf die Scheiße. Oh, dann ist er okay. Ey. Das ist ein ganz anderer Mensch gerade. Boah. Oder was ist mal? Einfach super komfortabel. Ganz tricky Turnips hier auch. Alter, nicht sogar. Nee, warte mal. Weiß ich gar nicht. Aber die Halb-Champions haben halt. Charaktere haben halt. Dann kein so starker. Zweieinhalb haben okay. Items. Und noch. Okay. Ja, zweimal Link halt, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, dass so Dennis-Stitches nicht so krass powerful sind wie von anderen so Peach-Spielern. Oh. Also. Ich hab das nicht getroffen. Oh mein Gott, schön. Aber dafür ist Dennis. Das ist zum Beispiel jetzt der powerfulste. Der powerfulste Peach-Spieler auf Erden in diesem Moment gerade. Ne, Phil, ja klar, kenne ich Phil. Das meine ich ja. KB6. Also, kennst du Tufkap? Philipp. Ach, jetzt muss man das so machen. Oh mein Gott, Dennis! Mit einem kleinen C machen, dann kommt aber nicht hin. Gnadenlos! Ey, er zerstückelt gerade einfach. Bob Target live. Vor allem, das ist Game 5. Das ist Game 5. Gut da rein. Und? Keine Tonne. Wow, Dennis wusste. Ey, ich bin. Du musst auch ich bin echt geflasht gerade. Schafft er den Vorstock, bevor die 8 Minuten vorbei sind? Die 8 Minuten? Ja, keine Ahnung, es muss so ein Äquivalent geben. Das kann ja in dem Matchup, kann ja ein Vorstock in einer Minute nicht passieren, oder? Ich glaube, es gibt keine absolut Vorstocks, möglich. Passieren, nachdem die 8 Minuten vorbei sind. Ja, oh! Zählt Vorstock, wenn Zeit vorbei ist und trotzdem 4 Minuten machen? Ey, ich würde sagen, Buff Target könnte wirklich sehr, sehr solide Liegestützen machen. Als ob der das nicht die ganze Zeit macht. Habt ihr mal seine Arme gesehen? Der Mann ist ein Tier. Ah, okay, keine Liegestütze. Konati mit dem Sim. Buff Target hat wahrscheinlich heute schon Liegestütze gemacht, sind wir ehrlich. Is he gonna get it before the night passes? Oh, da hätte jetzt ein F-Smash kommen können. Buff das Target. So. Oh, ah, er ist einfach ohne Rejump machen können. Ich glaube, das wäre ein Tipper gewesen. Schön. Oh, wow, das war echt. Wenn er jetzt noch kommt, Buff Target, also dann noch das Game gewinnt. Das wird echt, das ist ein Buff Mountain Target. To climb hier. Buff Target. Wollen wir ein bisschen Basic Commentary rausholen? We've seen these happen on the stage before. Oh. 69. Nice. Als ob ein einziger Liegestütz sich umbringen würde, Heide. Hast du mal deine Arme gesehen? Buff Target mag 69 haben, aber Dennis hat bewiesen, dass er bis 420 leben kann. Oh no, ja, das war greedy. Aber so gewinnt man diese Comebacks. Man muss manchmal ein bisschen greedy sein. Ein bisschen unverschämt spielen. Schön. Ah, es ist schwierig hier. Schade. Er hat's probiert. Dennis spielt das jetzt, versucht das ganz sauber runterzuspielen, so wie er sollte. Er hat sehr stark angefangen. Er kann sich komplett einfach auf seine Lorbeeren ausruhen. Schafft er den Timeout, bevor die Four Stocks vorbei sind? Und das war's. Das war's. So knapp vorher und so dominant zum Ende hin. Ich bin beeindruckt. Ich weiß nicht, Maxi, spielen wir jetzt? Ja, das geht ja nicht anders. Ja. Achso. Hä, ich dachte, Loser Semis wird auf mir stehen. Ne, das war Loser Semis. Ach so. So weit sind wir schon. Ja. Ist der verrückt? Ja, Leute. So schnell geht das, wenn man Spaß hat.
Aber es ist nicht ein gutes Match. Boah, so krass macht ein, dass fertig was. Duschen? Hoffentlich geht's dir bald besser. Beide. Geht's gerade um Liegestütze, weil ich möchte mal wissen, wie viel Liegestütze schafft man so durchschnittlich ohne großes Training, frage ich mich. Denn vor einer Weile hat man Hungrybox irgendwie so einen Stream gemacht, wo er 100 Liegestütze machen wollte wegen irgendwas. Als ob. Einfach gleich so eine Liegestütze-Challenge machen. Also 20, naja. Jedenfalls Hungrybox hat dann ist ganz schön ins Schnaufen gekommen. Ich muss sagen, das hat, wenn ich das mit meinen Liegestützen verglichen habe, so schon ein bisschen mein Ego angestachelt. Damals. Aber damals fand ich Liegestütze nicht die schlimmsten Sachen. Ich will mal nicht angeben oder so, aber damals habe ich für 100 Liegestütze schon in so drei Durchgängen hingekriegt. Und ich meine, Hungrybox hat da irgendwie, weiß ich, mindestens vielleicht 7 gebraucht. Bei Frauen ist das ja nochmal was ganz anderes. Okay, Mele wird gespielt. Ja, wir sollen mal Dennis ranholen hier. Das ist, Ja, der ist verbrochen. Ja, also bis Dennis wiederkommt, können wir leider, glaube ich, nicht so viel versprechen. Okay, für die nicht so versiert würden, wie soll ich erklären? Also die große Schwäche von also in diesem Matchup oder überhaupt von Captain Falcon ist, dass er hart gecombot wird. Ja. Entschuldigung, ich bin nicht so gut in Commentary spielbasiert. Aber wenn du das fragst, kann ich das gerne erklären. Also Falcon, kann man schon mal sagen, große Stärke ist Geschwindigkeit und so relativ starke Moves hat er. Aber dafür hat er eine ziemlich schlechte Recovery, da sieht man es, er ist einmal offstage gekommen und Fox rennt ran, hängt sich an die Edge und bist tot, kannst nicht viel machen. Auch sehr vorhersehbar, wenn du deinen Up-B-Move benutzen musst. Ist ziemlich einfach zu covern. Fox hingegen ist ziemlich in allem broken, kann seine Recovery, hat zwei verschiedene Recovery-Moves und kann einen davon in ziemlich jede Richtung machen. Ergo, ja, man muss ganz schön arbeiten gegen Fox. Dafür wird Fox allerdings auch ziemlich hart gecombot. Also das ist jetzt praktisch Captain Falcons, also Kunatis, das ist der Linke, ne, falls du ihn nicht kennst. Ziel, möglichst die Kombos auf Fox zu kriegen. Und da hat er auch schon das erste Match geholt. Ich habe jetzt versucht, erstmal die Charaktere zu erklären und gar nicht aufs Match selbst gehabt. Sorry. Ja, Puff kommt halt nicht gut gegen Fox an. Fox-Leute können einfach nicht gegen Puff spielen. Ja, das ist Konsti. Der hat gerade eben hier am Commentary gesessen. Jetzt bist du überrascht? Hast du bei der Stimme was anderes erwartet? Ja, wie steht's hier? 1-0, genau. Hast du schon gehabt? Oder das ist Redemption von vor 2 Wochen. Ja, vor 2 Wochen, das war aber auch heftig. Da hat irgendwie
konntest die so nicht so gute Mentalität gehabt, habe ich den Eindruck gehabt. Das ist eh so ein Ding bei ihm in letzter Zeit. Weil er halt nicht so, er grindet halt nicht so viel und dann, wenn er halt so flappt, dann fühlt er sich halt richtig scheiße dabei, was ich auch verstehe. Also letztes Mal ein großes Problem hatte ich gemerkt, dass Konsti irgendwie selbst, wenn er vorne lag, wenn er von irgendwas getroffen wurde, sich viel darüber geärgert hat und dann praktisch den Gegner aufholen lassen hat. Also wenn, hoffentlich ist das was, das war diesmal nicht so in die Fallgrube fällt. Wollen wir vielleicht Plätze tauschen? Nee, das passt schon. Ich muss ja eh gleich spielen. Was sagst du zu deinem Match von eben? Game 5 war sick. Oh, er hat einen Stun nie getroffen. Game 5, ja. Also das, auf jeden Fall ein paar Sachen rausgekommen. Das erste Match war richtig krass, fand ich. Das dritte war ein bisschen scheiße, wo er halt so, also wo ich halt so komplett gewichst wurde. Aber die anderen, also alle Matches außer das erste und das letzte, die anderen. Nee, das letzte war auch ganz geil eigentlich. Wobei, nee, das letzte war nicht so gut. Also das Yoshis Match und das letzte waren nicht so gut. Dennis King of Humble Brain. Was? Was? Dennis King of Humble Brain. Nein, halt dein Maul, Heide. Ich meine, es war halt voll das geile Set, außer das eine, wo er mich so gefickt hat und das eine, wo ich ihn so gefickt habe. Ansonsten die anderen drei Matches waren übertrieben krass. Und er spielt jetzt halt viel geduldiger als sonst, was halt so gut ist. Weil ich wusste eh immer, dass er krass ist, so, aber er war halt immer zu ungeduldig und rennt dann so scheiße ran. Das macht er jetzt halt nicht mehr. Jetzt wird er scary. Er hat Marius 3-0, Dicker. Ich weiß nicht, was los ist hier. Vor Hitze? Ja, bevor wir gespielt haben. Sonst hätte ich ja gegen Marius spielen müssen. Oh. Kein Sprung. Oh, doch, okay. Ja, ärgerlich. Oh. War lieb gemeint. Na dann, Heide. Okay, ist hier noch ein Comeback drin für Maxi? Kann er es noch machen? Ich meine, es ist halt eine Aerial, die ihn offstage bringt. Okay. Oh, klasse. Ja, war da. Illusion ist das, wo er sich ganz schnell zur Seite bewegt. Die Upbeat von Puff bringt einen tatsächlich kein Stück hoch, die ist nur mit dem Sprung, bringt die einen halt hoch, so hoch wie ein Sprung daneben auch. Die cancelt den Jump auch, ne? Ne, die cancelt den Jump nicht. Doch, oder? Ne, ich glaube, wenn man jumpt und dann die Upbeat drückt, dann gerät man trotzdem weiter noch nach oben. Man kann ja hoch singen sozusagen mit dem Sprung. Achso, darum geht's halt. Ja. Also die cancelt den Jump nicht, wenn du an der Ledge hängst und dann Jump machst, dann jumpst du noch hoch beim Abbie. Ja. Ich dachte, wir reden noch über Fox Rugby. So, what? Wie war er immer noch Invincible? Sick, Alter. Maxi Essenstock SD und jetzt richtig gut dabei, Alter. Hat den eiskalt gezogen, aber er muss halt zweimal auf Konstis Counterpick gewinnen, was wahrscheinlich Stadium ist, wenn er hier verliert. Stadium auch nicht so schlecht für Fox, aber ne? Ist das hier einfach deutsche SPJ gegen Lucky Dicker? Passiert jede Woche. Deutsche SJ gegen Hex. Das ist deutsche Niki. Deutsche Niki. Deutsche Eis. Oh. Ich habe auch am Wochenende wieder gesehen, Alter, SJ ist wirklich so unmenschlich schnell. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wie schnell der moved, Alter. So was gibt's gar nicht. Klasse. Ballack. Ah, schön. Power Shield, Bear of Shield. Shoutout an Rudi Völler. Ja, Mann, Shoutout an der beste Rudi Berliner Fox. Oh, meinst leider du? Leider ist heute nicht dabei. Meinst du, wir haben nicht noch Niki im Rennen? Ja. Top 2 Berlin Eisclimber-Spieler Niki. Oh, ich dachte, er geht für den Scheinzweig, aber hätte er nicht getroffen. Top 2 Berliner Eisclimber-Spieler. Nikis Popo und Nikis Nana. Nikis Nana, Digga. Okay, letzter Stock im Winner Bracket für Maxi potenziell hier. Das sieht erstmal nicht so gut aus, aber er hat vorhin schon einen aus dem Nichts gezogen, auf so Zero-to-Death-Basis. Und vielleicht macht er es wieder. Oh, und er ist ein bisschen zu weit gerannt. Als Sticker, Abisa. Und da ist der Scheinspike und da haben wir es. Stell dir mal vor, wir machen das mit dem Circuit. Und dann aber jetzt, wenn du das gerade gesehen hast, das geht wirklich bei allen Prozenten. Und Fox kriegt einfach gratis einen Stock dafür. Das ist ziemlich
Das ist es. Ja. Und dann stehe ich schon mal auf. Und da trifft's. Und da kommt Konst diesen meinen Storm hier. Und wenn verfügt kommt das Set. Was? Da kommt Dennis mit dem Klappstuhl. Was ist das für ein Wrestling? Mensch, das ging ganz schön fix hier. Oh nein, da kommt Dennis mit dem Klappstuhl! Warum hat das letzte Woche nicht so ausgesehen, Konsti? Das hat so ausgesehen. Freu dich. Ja, doch. Ich war dabei. Ja, ja, aber es hat halt von seiner Seite aus anders gesehen. Obwohl ich, also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich kann es echt nicht erklären. Also, ich weiß nicht, ob du es selbst gemerkt hast, weil du hast dich letzte Woche irgendwie mal aufgeregt. Ja, ich habe mich voll aufgeregt, weil ich super selbst Scheiße verkackt habe. Aber ich glaube, das liegt halt ein bisschen dran, dass halt so ich ein paar Sachen verkacke so. Und dann halt sauer darüber bin. Aber das passt, ich bin halt nur sauer, wenn sie dann halt auch so kapitalisieren da drauf. Ja. Nein, also weißt du so, wenn ich halt irgendwas verkacke so, und sie scheint es bei ihm, dann rege ich mich halt auch so. Es ist der Slippy. Aber diesmal, ich glaube, halt macht sie auch nicht so krass so. Also das ganze am Ende hat er mich einmal ganz kurz gecheased und ich war schon wieder so, oh, gleich geht's los, so, ne? Das war immer so komisch, cool. Ich lag's vorne und hab gedacht, scheiße, jetzt verliere ich. Letztes Mal nicht. Ja, ich hasse Cheese halt. Ich kann nicht mit Cheese klar. Ja, das verstehe ich auch. Du machst sie auch so schnell, das ist krass. Und der Pianospieler. Der Pianist. Lass mal, wer versucht, ich will das mal sehen. Jemand, der mit Klavier-Mini spielt. Das gibt's, achso. Das ist schon ziemlich lustig. Das ist das nochmal passiert, oder? Peach ist auch so cool damit. Nee, gibt auch noch nicht mal so lange die Box. Das ist Laktose und Toleranz. Was? Weil ich keinen Cheese mag. Achso. Oh, ein bisschen greedy von dem. Nee, er ist nicht Laktose und Toleranz, sondern er ist einer der Menschen, der halt kein Milch generell ist. Ey, tatsächlich? Ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, so im Prinzip, der so Milch so richtig gerne mag. Okay. Ich liebe Milch einfach. Also manchmal läuft man so am Einkaufsregal vorbei von der Milch, sondern ist da so eine richtig schöne Flasche so. Und du denkst dir so, jetzt war so ein Glas Milch, so. Dann kaufst du dir die. Und das ist immer geil. Und Cheese ist halt verdorbene Milch, ne? Das ruiniert die. Das stimmt tatsächlich. Ich finde, ich bin kein guter. Also Fan von Käse schon ein bisschen, aber nicht des Käses halber, weißt du? Oh, pass auf, Host mit 10 Personen. Das ist mir persönlich viel wichtiger als ein Özgür-Raid. Was geht's? Oh, der Sniper. Herzlich willkommen, werte 10 Personen. Es ist Basso. Young Sator. Aus Bayern. Und Gecko 146. Was geht? Oh mein Gott, er zeigt uns den Palada Spezi, Alter. Ab geht's. Wer muss auch kommentieren? Ich mach doch schon. Genau, Kommentator. Jetzt müsst ihr aber auch kommentieren. Ich finde, so, ja klar, sag mir, ich soll meinen Job machen. Ich bin einfach mal dafür, dass wir mal im Discord reingehen und Banane kommentiert. Wenn er so reden kann. Banane kann einfach herkommen. Digga, ich glaube, Banane-Commentary kann auch richtig lustig sein. Banane, komm mal her und kommentiert selbst. Oh. Okay, Maxi an Aufdrehen nochmal kurz. Oh, okay. Schade. Wenn Dennis jetzt so eine große Lied hier nochmal in dem Stock ein bisschen aufbauen kann. Konsti und ich, so wir könnten das ultimative Salz-Trio wählen. Obwohl, hast du Boff gesehen, wo Niki Icy's gespielt hat? Oh mein Gott. Das war übrigens Cheese, Heide. Nein, also das ging sogar. Das war sneaky einfach nur. Das war laktosefreier Cheese. Oh. Auf eine Art. Oh, okay, schön. Ich dachte nicht, die Stimme. Keiner hat die Stimme dafür. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Stimme. Ja. Ich noch alles offen für Maxi. Maxi vor allem auch wirklich so ein sehr schneller. So. Wenn der mal kurz auftritt, dann sind auf einmal 3 Stocks weg. Da wollte er einen Schein haben, das hätte echt was sein können, aber. Dennis schön gereadet, dass kein Shorten kommt. Maxi nämlich ein kleiner, auf jeden Fall Full-Length Side Beer auf der Art manchmal. Und dafür. Nee, es steht jetzt 1-0 für Dennis. Ich werde mir nochmal kurz ein Glas Wasser holen. Dann bin ich gleich mal wieder frei. Man muss danach ein bisschen näher. Also ich kann es nicht so weit nach vorne nehmen. Ich könnte die Werbe besser.
Safttier ist. Esstier Blutorange. So. Sind wir hier? Maxi, direkt ein bisschen am Aufdrehen. 69% auch bekommen. Nice. Oh. Oh. Aber bleibt ein bisschen in seinem Movement hängen. Also das hätte schon ein absoluter Schlag gehabt. Ich weiß nicht, ob er gekillt hätte, aber... Der ist sehr smart, man erst ein paar Mal, um die 69 wegzukriegen und dann den Throw. Er hat die 69 Energy getötet, ja. Was an sich, das könnte auch Karma bedeuten. Das könnte sein, dass ihm irgendwas irgendwann in weißt du, auf der Suche nach der großen Liebe, dass sie das halt dann in den Arsch beißt. Nee, 69, das hat man oder hat man nicht. Das ist eine, das, weißt du, das ist eine Energie, ein Vibe. Ja, das ist halt die... Oh, schöner abzählbar. Die Pflicht vom Gegner, die Vibe wieder zu nehmen, sonst ist alles verloren. Gut, aber halt, ich weiß nicht, was, das, was, was, sagt, was sagt das über dich aus, wenn du halt diesen Vibe zerstören möchtest? Nee, das muss man ja, sonst verliert man. Ja, aber du kannst das ja... Du kannst ja nicht gleich einen Doppelbonus kriegen. Du kannst hast ja nicht den Vibe kriegen und dann auch noch den Gegner verfluchen. Du hast ja die Möglichkeit, den Gegner mit 69% von der Stage zu werfen oder mit ein bisschen mehr als 69. Warum willst du das machen? Ja, weil er bei 69 überleben würde. Aber hat er doch so auch, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da war ja auch... Das hat wehgetan. Dennis auch schon wieder starke Führung hier. Da muss ich Maxi ein bisschen was ausdenken gleich. Dieser Upsmash ist sicher nicht... Oh mein Gott, Dennis! Ich wäre für Trade fair gewesen. TBH, ey, was für tolle... Toll, dass der das schmeißt. Es ist der prenzelbergische Sniper. Also, so Zwiebel zu Aerial Combos, der war schon sehr sexy. Der hannoveranische Sniper. Oh! Oh! Wer? Ah, schade. Oh. Maxi mit der Lösung. Bier. Dennis ist geil. Hallo Bux. Solange es dich nicht in zu große Versuchungen führt, habe ich es gar immer zu. Hauptsache es geht dir. Guck mal, und wir sehen hier ganz kurz ein gutes Beispiel. Bux kommt in den Chat und verrät direkt seinen eigenen Gymnasium-Mit-Melee-Spieler Maxi. Währenddessen halten Jan und ich immer zusammen, weil wir halt Schiller Gümmes sind. Was hat er denn gemacht? Was? Was hat Bux denn gemacht? Na, Bux hat für Dennis gecheert, so mehr oder weniger. Und dabei ist er ja mit Maxi zur Schule gegangen. Ist er das? Mhm. Ist er aus Berlin? In Bayern. Bayern. In Maxi Bayern sind wir schon. Nee, warte mal. Ja, ja. Also, nein, nee, nicht wirklich eigentlich. Ich weiß nicht ganz genau, wo das mit dem Schulding war, aber das habe ich irgendwann rausgefunden. Ich war komplett geflasht davon. Schiller-Gemüse, Digga. Herder größer als Schiller. Ich glaube, Schiller-Gemüse ist schon die beste Medischule Berlins. Kann ich anders sagen. Vielleicht, wie ist das von dem Paulus und Paula? Die einzige, oder? Nee, die Paula und Paula sind auch zur selben Schule gegangen. Aber welche? Weiß ich nicht. Auch Schiller. Nee, das wäre lustig. Oh, ich kann es die ganze Zeit nicht verraten. Was für eine Bierantwort? Was ist denn Banane? Dennis wirklich hier am Aufdrehen. Dennis spürt in seinen Fingerspitzen schon den Win. Und will sich denn hier... Der spürt schon den Turnier-Win. Das ist... Oh, Dennis! Er hat auch so viele Turnips einfach offstage getroffen, das ist absurd. Macht der Mann das? Der deutsche Sniper. Das ist vielleicht ein bisschen... Falls du mal hier warst, kennen wir uns vielleicht, aber ich kann gerne in die Kamera winken. Heide war schon mal hier, ja, aber das weiß ich, ob du schon mal... an dem Tag, wo die Nadine da war, war Ufus da. Ich weiß nicht, ob du da warst, Heide. Ich glaube schon, ne? So, weiß nicht, ob man es gesehen hat. Homeoffice. Nee, warte mal, was bist du denn jetzt? Du bist ja nicht mehr Homeoffice. Immer noch Homeoffice, seit okay. Corona Homeoffice. Okay. Oh, da war ich da. Genau, da hätte ich dich nicht sehen können. Soll ich nochmal hier? Oh, Maxi auch einmal wieder in Führung. Aber nur ganz, ganz knapp. Das war eine Katastrophe. Oh, Dennis! Das ist ein drittes Stitch heute. Ich, ich sehe den Mann noch nie Stitches. Also ich habe den Mann noch nie Stitches ziehen sehen gefühlt. Drei Stitches und einen Saturn.
Verrückt. Und ein Laserschwert. Zwei Saturn sogar, glaube ich. Zwei? Dennis ist heute einfach ein Mann an den Karten, würde ich sagen. Das ist, was damals Gaius Julius Caesar meinte, als es um die Würfel ging. Jo. Das ist geil, Dennis. Erinnere ich mich auch dran. Stimmt, ihr habt gegessen draußen. Da war ich, das war, wo wir Wein getrunken haben, ne? Da hast du uns beobachtet. Beobachtet? Na, wenn du das weißt. Ich saß daneben. Ich hab, wie gesagt, wir haben Wein getrunken dabei oder so. Mann, Maxi, so schnell, aber hängt in der Seile gerade. Das ist knapp hier. Oh, Dennis, schön gewartet, nicht gerollt. Schöner Abi von Maxi auch. Aber er ist wieder offstage. Wird getroffen und ist vorbei. Dennis, alle, 3-0. Hast schon vorbei. 3-0. Dennis hat heute die Eier auf den Tisch gehauen. Und ein richtiger. Haben wir heute Maxi gegen Wolf Target gehabt? Das wäre mal interessant gewesen. Das erste Bier seit Corona-Bühne. Ey, du kannst gerne ein Bier trinken. Ich glaube, so ein Bier ist doch sogar Health Benefits, oder? Ein Bier ist kein Bier. Und ein Bier ist Wasser, das ist kein Bier. Ich bin in irgendwelchen Versuchungen. Habe ich vorhin gemeint. Führt immer zu. So sehe ich das halt nicht, das meinte ich. Für mich ist halt das jetzt echt Abend so. Aber ist halt schon so. Ist halt schon so. Jetzt geht's ab. Was meine Kommentatoren wieder weg. Alter, was ist das denn für ein Emote? Sehr wholesome Vibes gerade zwischen Dennis und Gonsti. Ja. Das ist doch schön vor so einem Finale. Ja, das ist schon Grand Finals. More like BF. Um 21, um 22 Uhr Grand Finals, ist so weird. Ach, nur 8 Leute heute, da geht's schnell. Ich kann ja mal schon mal Payoff vorbereiten. Big Set, third. Also Havitzka bei dem Match ab, ist immer die große Sache. Peach ist ziemlich langsam, wird deswegen ziemlich hart, so generell im allgemein neutralen Spiel von Captain Falcon in Schach gehalten. Dafür ist es nicht so leicht, Peach zu killen oder zu combon. Generell hat's aber Captain Falcon ein bisschen leichter, denn ja, der hat so ein paar Kill-Confirms auf Peach, die recht einfach zu kriegen sind. Und ja. Oh mein Gott, auf der Stage! Third sagt es da schon ganz richtig. Peach hat zwar recht langsame, aber also ist recht langsam, aber ihre Hitboxen sind relativ schnell und bleiben auch lange draußen. Das heißt, wenn Captain Falcon da über die halbe Stage rennt und hin und her und dich kombon will, musst du immer deine Moves raushauen, damit er da reinrennt. Und du trotz deiner Langsamkeit ihn treffen kannst. Nee, ich habe gerade Payouts gemacht. Schon mal vorbereitet. Wenn baust du das meinst. Deine Waffe zusammen? Na klar. Dampfloni, der typische Kill-Confirm.
hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, die Klasse. Kann der nächste Gimp kriegen? Ne? Leider nicht. Oh! Das hat sogar fast getroffen. Ja. Der Captain Falcon auch ein total blöder Bonus, so ein bisschen hier kriegt, ist so schnell, dass er über die ganze Stage rennen kann, bevor das Go-Logo weg ist, ohne dass man es sehen kann und dich schon mal angreifen. Wer würde es nicht tun, Banane? Ja, ich glaube, er macht das so circa 5% immer. 5% of the time, ja. Every time. Wenn er getroffen wird, ist es optimal. Ach Mensch, ja, ich habe versucht, das Match ein bisschen zu erklären, das hast du dann wohl gar nicht gehört. Prost, aber. Jetzt haben wir Kunst gegen Dennis. Beide konnte man vorher auch schon am Mikrofon hören. Fassen wir nochmal zusammen. Das Matchup. Captain Falcon, schnell, kräftig. Kann Peach ganz schön overwhelmen. Peach dafür nicht so leicht zu kombonen. Lebt recht lange dadurch, dass sie so viel fliegen kann. Naja, kann ja sein, dass es noch Filme gibt, die nicht hier alle kennen. Aber, und Peach hat zwar langsames Movement, aber recht schnelle Hitboxen, die auch lange draußen bleiben. Das heißt, du kannst Hitboxen raushauen und hoffen, dass Captain Falcon reinrennt, weil Captain Falcon generell viel umher rennt. Und ja. Endlich klappt einmal. Hitboxen sind die Bereiche ungefähr, wo man einen dann trifft. Hitbox, also, ja, also einfach Attacken raushauen, meine ich damit. Ja. Und weil halt Peaches Attacken lange Schaden machen können. Also manche Attacken, da haust du einfach einmal schnell raus, machst einen Schwung und sobald der Schwung vorbei ist, ist auch schon die Attacke vorbei. Und Peach hat so mehr Sachen, wo sie praktisch den Schadensbereich hinhält und der bleibt dann auch eine Weile draußen. Um...
ist auch noch Olong. Sag mal hallo, Olong. Tag. Ja. Der Strommelboy. Strommelboy? Strommel. Ja, geht. Und bei dir, Banane? Warst du momentan Handcam? Tag, Tupcup. Konst die definitiv am Aufdrehen. Muss dazu natürlich auch sagen, dass das ein etwas schwieriges Matchup für Peach ist. Aber ja, Konsti zeigt ja auch ganz klar, warum. Vorletzte Woche. Letzte Woche ja kein, ich weiß gar nicht. Nee, letzte Woche war kein Weekday wegen den Inzidenzen. Wir hatten halt keine Tests. Also letzte Woche ging noch gar nicht. Ja. Das erklärt's, warum es dieses Mal dafür geht. Und das war's. Und damit ist Konsti heute unser Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, einen guten Konsti. Oi. Hoffe, du hast dich gut genesen, Hobbitska. Downbeer Turnier, war es das? Ich hab's gar nicht gesehen. Mach's normal. Heide, ja, okay. Gut, ich bin mir aber nicht sicher mit Namen, bevor die mir explizit genannt werden, aber dann weiß ich es ab jetzt. Ja, wenn du halt nur zwei Autos bekommst, dann halt eben. Ich bin gerade Zweiter geworden und krieg mal einen Eintritt zurück. Ja, das ist halt irgendwie, ja. Ich mag es halt, ich würde halt ganz gerne, dass Leute ausgepackt werden, die halt nicht jedes Mal abnehmen. Ja, ja, klar. Also, Turnier ist jetzt vorbei, aber ich denke mal, weil wir nicht so lange gemacht haben bisher heute mit den wenig Teilnehmern, wird es bestimmt noch was geben. Also nicht zu früh weggehen. Kann eigentlich noch ein bisschen dauern. Also vielleicht schon weggehen und dann nochmal später gucken. Ich nehme mal an, dass wir Cruise machen. Bietet sich ja schon an. Oh, ja. Ja, gerne. Kann zu wenig für Crews sein. Ich meine, es gibt ja auch Crew-Turniere mit 4 Teilnehmern oder so. Also, warum nicht? Pro Crew. Hey, wir können ja schon mal anfangen hier mit meinem Blutorangensaft. Oh mein Gott. I gotta figure it out. Prost. Immer Jan. Immer doch. Was passiert noch zwischendrin? Nichts Besonderes. Nee, ist die Frage. Heide will anstoßen. Gern mit allen hier. Ja, ich stoße mit dir an, Heide. Warte. Ja, Frage ist, ob wir noch Cruise machen oder irgendwas anderes. Ich denke, wir haben immer Zeit für noch irgendwas weiteres. Ja. Es wurde schon darum gebeten, nicht den Stream auszumachen. Gibt es irgendwie so ein Fun-Format? Ja, Cruise sieht halt, das ne? Mal so ein bisschen played out nach einer Weile. Ich bin schon ewig nicht mehr bei Cruise dabei gewesen. Ich möchte jetzt aber auch Cruise haben. Dann können wir das natürlich machen. Dann organisierst du das schnell einfach, falls wer das mitmachen will. Ja. Ich denke, ich werde jetzt nicht mitmachen, so ist nicht, aber. Also ich bin Fan von so ein bisschen anderen Sachen immer. Ja, habe ich auch nichts dagegen. Aber eine Cruise auch, okay. Also wie gesagt. Was gibt es denn noch für andere Sachen? Iron Man.
Ja, ist auch wie langweilig. Du willst ein Iron Man gegen mich machen. Kleines Iron Man Turnier. Willst du ein Iron Man gegen mich machen? Kein Turnier, ich glaube, dafür ist keine Zeit. Und wenn wir Best of Three Single Elimination Iron Man Turnier? Oder mit drei Charakteren halt? Oder eine. Wäre schon cool. Hättest schon was? Ich glaube, das geht auch schnell vorbei. So. Aber ich glaube, also, kannst du ja mal rumfragen, was die Leute dazu sagen. Ja. Ich meine, es ist schon fast 10 allerdings. So früh ist jetzt auch nicht mehr. Ich denke, wir haben keinen Ab so nach 11 irgendwann aufzumachen. Ich glaube, Single mit dem Bracket kriegen wir locker durch. Ich meine, sonst können wir auch einfach uns streamen, so ein 5er Iron Man machen. Da hätte ich nichts dagegen. Wie du willst. Also schaut, was dieser Leute dazu sagen. Ja, Heide, falls du es nicht kennst, Iron Man ist mit einer bestimmten Anzahl von Charakteren. Also jeder sucht sich ein paar Charaktere aus und dann gehen die Stocks ineinander über. Also praktisch, meinetwegen, du hast einen, der sagt, Marv, Fox, Falco ist sein Roster und der andere sagt, ja, Peach, Sheik, Puff ist sein Roster. Und du hast erstes Matchup Marv gegen Puff. Er sucht sich einfach aus dem Roster. Ja, sagt man, okay, wir machen Dreier Iron Man, sucht sich jeder drei Charaktere. Ja, und dann nimmt man die Stocks aus, dann kämpft man halt mit allen Charakteren nacheinander gegeneinander und nimmt die Stocks, die einem übrig bleiben, ins nächste Match. Also sagen wir, du hast Marv gegen Puff. Marv gewinnt mit zwei Stocks, weil Marv broken ist. Dann geht Marv ins nächste Match mit zwei Stocks gegen den nächsten Charakter vom Gegner. Und so lange halt, bis alle Stocks durch sind. Ja, und das setzt man halt so um, indem man einfach zweimal runterspringt beim nächsten Match. Ja, ja. Stocks sind Leben. Also Stocks sind die Charakterköpfe. So, jetzt muss ich aber mal durchfragen, was wir jetzt machen wollen. Okay, gut, wenn du es verstehst. Jo, wie sieht's aus? Wollen wir noch irgendwelche Sachen bei euch machen? Plus eine Menge Stimme, da bist du. Ein Bock auf Plus? Nee, wir sind ja nur noch eine von einem Leute. Wir haben bestimmt noch acht Leute zusammen. Acht. Wir waren erst mal neun und fünf sind schon gegangen. Du hast einfach ein bisschen weniger auf Stadion gegangen. Ja, und Mario. Also, ich wollte ja keine Kürze. Ah, ich würde lieber alles. Ja, da bist du sogar
Update. Ich habe jetzt rumgefragt und es sieht so aus, als ob es relativ viel Zuspruch für ein Doubles Bracket gäbe. Anscheinend war das ein Internetproblem, kein Flippy-Problem mit Flippy, Konsolen-Modell. Challenge, ne? Challenge? Obwohl, ne, mach ich mal hier. Event. Create Event. Mele. Mele. Slippy. Doubles. Das ist so geil, dass das hier schon alles steht. Offline, continue. Doubles. Ne, ich habe jetzt Slippy wieder aktiviert. Ja? Ich habe jetzt wieder Slippy aktiviert. Achso, und da geht keine Musik? Ne, da ist halt schon automatisch Musik. Achso, also im Stream ist Musik, oder wie? Ja, jetzt. Ich mache noch hier... Aber im Menü ist ja keine Musik. Weil das Overlay bei Doubles ist schon wesentlich besser. Catch-Milli-Menü-Musik. Teams erstellen beim Dashboard. Ach, wo Teams steht? Ach, hier. Wen spielst du denn? Es sieht, glaube ich, ist, glaube ich, am besten. Doubles. Create new team. Add member. Obwohl, ich muss dich noch hinzufügen, ne? Attendees. At attendee. Office. Wenn ich überhaupt dabei bin. Ja. Bei Doubles. At the bracket. Spielst du Zelda oder? Nee, wahrscheinlich Buff oder Yamlink.
Dennis spielt mit Consti. Oh, das ist viel. Ja. Ich muss erstmal erstellen. Doubles in Lim oder Round Robles? Ich bin der Einzige, der bezahlt hat. Ja. Oh, Uwe ist der Einzige, der bezahlt hat? Shit. In echt habe ich aber noch keine bezahlt. Ich habe auch noch nicht bezahlt. Ich muss ja auch weniger, weil ich nicht das Bracket mitgemacht habe. Jung. Ich vergesse da immer zu zählen. Oh Gott, du bleibst. Ah, hast du noch eine Zeit? Sehr lieb und herrlich von dir. Danke. Ich dachte, das haben keine Zeit. Sehr lieb und herrlich. Aber das ist noch nur 3 Euro. Ja. Achso. Ich dachte, es waren sowieso 3-4 Leute zuschauen. Ein bisschen, aber wir haben jetzt, glaube ich, auch der Challenge-Sauer. Wenn wir auf 16 sind, dann ist das okay. Also dann würde ich auch schon auf Baumwolle mit Marley 20 gehen. Wenn man den Platz braucht, dann würde ich jetzt gerade ist es halt wenn es mehr als 16 ist, ist es ja voll vertretbar. Ja, aber ich, ich mag das generell so, ich glaube, wie machen wir jetzt Round Robin oder? Hey, Round Robin oder Bracket? Ich glaube, es sind genauso viele Sets, Round Robin und Bracket. Bracket ist sogar eins mehr, oder? Ja. Bei 4 Teams. Let's go! Ja, Frage, Round Robin oder? Round Robin oder Double Dip? Wer will Round Robin? Hand hoch! Wir machen einen Straw Pull. Ein Straw Pull. Es ist exakt gleich viel außer Rapid Reset. Aber so ist besser aufgekalt mit Round Robin. Aha. Ja, unter 8 Leute finde ich Round Robin auch prima. Prima! Record Setup ist oben. Also, es ist Round Robin. Der Runde Robert. Bracket. Swiss? Swiss? Swiss. Wie sind die Tiebreaker Rules? Karl-Nicker. Naja, so wie es da steht. Oh mein Gott, Niklas, das ist sick. Obwohl ich glaube, Head-to-Head ist glaube ich besser, finde ich sogar. Als das Game Wins. Head-to-Head ist. Das wird ja erst relevant, wenn. Ja. Ist ja, bleibt ja so. Ja, bei Head-to-Head ist ja bei dem anderen das Game-Win-Percentage höher. Ach so. Und bei dem anderen ist halt wer gegen wen dann gewonnen hat. Oh mein Gott! Na gut. Nein! Ich hab
So, Stream läuft noch. Der Strammel funktioniert noch. Round Robin heißt alle gegen alle. Rude. Einfach persönlich der Diebstahl. Wir haben leider eine Weile lang das Chat nicht gesehen, also sorry, wenn es Fragen gab oder so. Nee, das ist spielen die schon Doubles? Nein. Hier ist der neue Bracket. Dennis Heide sagte, du sollst mal Hallo sagen, aber es war schon vor so 5 Minuten. Wir haben hier das Major Comeback, Alter. Heide, hallo. Heide, hallo. Dennis sagt Hallo und Konati sagt auch Hallo. Oh, viel Zuschauer. Ja. Das sind genauso viele wie der Team-Song. Jeder muss sich für ein Team entscheiden, das er jetzt anfeuert. Sollen wir uns noch aufwärmen? Ich habe Yoshimitsu probiert und ich habe HBO probiert und nicht alle so, aber der Bär des Tages, der konnte den Paul von meinem Vater auch nicht besiegen. Den Paul. Den Paul. Sollen wir erstmal aufwärmen? Lass wir auch noch kriegen, wir wollen Double spielen. Pause ist Pause. Dann hole ich mal Best of three. Okay, Matches. Möchtet ihr irgendwelche Namen haben? Teamnamen? Ja, was ist unser Name, Niklaus? Wir sind Team O. Team O. Wir können unsere Namen kombinieren und O fürs Tausend machen. Also wir sind irgendwas zwischen Lil Fruzy und Downway Falco. Olofis. 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 Downgrade Fruzy? Olofis. Kann man irgendwie den Namen ändern? Ach, scheiß auf Namen. Ja. Team Triforce. Ja, das ist wichtig. Na, wir müssen ja irgendwie die Zeit umgehen. Das ist böse. Ja, Mann! Nein! Es zieht eure Matches! Ich hab Bösen gezogen! Das ist kein Böse. Okay. Oh Gott, ey, was ist das denn für ein. Wieso mach ich das überhaupt? Ich bin so aufgeregt, weil Maxi die ganze Zeit zuguckt. Ja. Immer wenn ich die Lettige spiele, dann. Erstmal hier mit Rival. Oh. Alter, jetzt funktioniert das sogar mit dem Overlay. Ja, Leute, das funktioniert. Mit dem 6:9. Es geht gleich los, wenn Konsti und Dennis mal aufhören zu stallen hier. Ja, man. Hannover, wie? Hau, ich hab dieses immer ein Schild. Hast du auch noch? Jetzt hört man auf zu Wizrobe hier. Ofers, wir müssen gegen die spielen. Gegen die Wizrobes. Okay, wir müssen gegen uns spielen. Ihr müsst gegen uns, ihr müsst wieder gegeneinander. Ja klar, macht ihr doch die schönen Zahlen, wenn ihr jetzt brauchst du. Der Headshot. Headshot? And with, like,
Die Stühle müssen klänken, Alter. Dann gehen wir dabei einfach. Oh, es war ein Scheiß. Ja, ich habe den Tag auf. Ja, erstmal jetzt. Ja, ich bin ein bisschen. Nee, der ist natürlich mit Quelle gerade, weil ich irgendwie merke, dass ich schon eigentlich dafür, wie wenig ich Fox gespielt habe. So nee, ich weiß nicht, ob wenn das Boot ist, die Kasse da ganz falsch schon ist. Runter. Ja, don't practice neutral game. Don't practice punishment. It's like, don't overthink neutral game. Because you get the opening. Actually, I saw that was one of the reasons where I was. You want your head warmer? Yeah, he's kind of right. Yeah, I know, my punish game is so extra bad. Like, I have to outplay people so bad to win. Yeah. Sorry. So, I think today, like, 20% of time for I'm very good. Yeah, because, like, even, like, if you learn punish game like last, you also learn the game wrong pretty much because you don't go for the hit neutral that really most damage to the kill. You know, and,
Fick dich, Konati. Ich schlage deine Fresse mit der Rafika. Okay, ich komme mal nach. Ich kann mal kurz liegen. Die Beschränkung kommt. Ja. Eisklemmers, Lego kommt. Achso, okay. Let's go! Das war jetzt auch Konati. Okay, wir haben nicht gewonnen. Nein. Nice. Was geht hier? Cheat Puff, Cheat Lang, Cheat Yangling? Cheat Puff. Würde ich auch sagen. Echt, das ist krass, also Opel ist einfach ein Sigma-Mail. Was soll ich sagen, Leute? So bin ich. Ihr kennt mich von euch gebaut, Bro, oder? Oder du willst nicht gleich gebaut. Nicht gleich gebaut. Also, ist das schon recht, die ist. Uff. Der ist noch frei oder? Ja. Alles ist noch frei. Ja. Oh mein Gott. Oh, ja. Ich nehme an, wir gehen auf den Segel. Ja. So. Viel Spaß. Ihm jetzt. Ich mach was. Wir müssen noch mehr gucken. Ah, ich bin noch aufgeschafft. Ah, okay. Ja. Er will passt sein. Nein, ich mach. Ist das weiter so? Alles gut. Mein Geld. Eher hoch, oder? Zahlen. Kennst du, wie die Leute immer rein wollen? Was geht? Gerade beim Laufen Doubles alle gegen alle. Gerade laufen Doubles alle gegen alle. Aber die beiden Finalisten sind ein Team, was mir eher unsinnig erscheint. Dass wir ein Team sind, erscheint heute eher unsinnig. Die beiden Finalisten. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team, eben.
Dazu sagen hier. Oh Mann. Oh, Belfield. Oh. Schaum dem Batil. Na, Ofe spielt auch ernst. So geht's los. So wie es muss, ist ein Sozialwissenschaftler. Ja. Ja. Which one? The one in the end. There's like eight of them.
the last one. You were like in the lead with the next giant spike dude. I 30%. I got lost. In the sauce. On the little CRT. Yeah. Oh, no, that's actually a little bit. Got lost in the sauce, yeah. Yeah. Don't got the sauce though, you are. Sauce is there. Nope. Ich sage nein. Ich mach Commentary für die Heide. Wie geht's? Ein bisschen Commentary geht sich fix aus, hat meine Oma immer gesagt. Die hat im Dritten gewohnt und die habe ich immer gerne besucht. Die hat immer den schönsten Apfelkuchen gemacht. Jonas war gerade der schnellste Spieler jenseits von Benno. Der Kono, der kommt auch nächste Woche vorbei, das ist der Urlaubend. Dann haben wir noch einen neuen Spieler. Ja, hier steht es auf jeden Fall relativ even. Aber der Konati hat jetzt gut aufgeräumt. Gut geht's mir. Das ist super, dass es dir gut geht. Ich finde, das kann das rote Team noch gewinnen. Baumwolle sagt, er soll mehr resten und er versucht es und scheitert. Ja, noch. Oh, die Nair, die alle traf. Ophis ein bisschen. Ophis versucht einfach seinen Teammate zu killen, okay? Ja, das hätte treffen können. Ich sehe das ja nicht für rot. Ja. Drei Viertel Bier hast du getrunken, da bist du schon drunk. Also das finde ich. Du warst insane. Ist das hier Winners Finals oder was? Ich dachte, es ist Round Robin. Ist es Round Robin oder Winners Finals? Round Robin ist es. Okay, wer kommt zu uns? Round Robin. Wer will? Komm, Robin, komm, einer muss. Es gibt eine Reihenfolge, oder? Du bist auch so. Die Teams kommen ja nicht voll. Ja, wegen dem Einsatz. Wir lieben zwei Fans sehr. Alter, wie funktioniert das hier? Das ist so ein Wie habt ihr gespielt? 3-0. Oh, wie war unser Roster? Ja, oh, Heide, insane! Heide komplett wasted wieder mal. Fusi, wie habt ihr gespielt? 3-0. Ist es Amombo, Alter? Es ist Amada. Der einzig Amada. Wir spielen jetzt noch Doubles. Amada. Und es gab wirklich eine Menge Doubles-Turniere, seitdem er retired hat. Ja, bisher. So, wird dann noch. Ich glaube, dass wir Doubles noch beendet haben. Wir können Setup aufprobieren. Okay. Wenn ihr sagt, wir haben sie alle gleich rein. Ja, das ist Wann haben wir so geschafft? Warte. Warum steht hier was in diesem Fußball? Nee, was ist denn das echt gut? Naja, Viel Spaß. Team Swing. Ja, da bist du Thank you.
Talk, let's go. Und die hat die Headshot, let's go. Ich habe während der Nana im dritten Versuch geflogen. Wie gesagt, das ist ein Versuch. Oh! Das ist nicht Ada, sondern Nana. Schön, dass du dir für den Spacing dann doch nochmal überlegt hast. Ja, Schild machen, also. Dann war's das schon. Ich mag gerne den Heißleim bei so einem Screen und Peach mag so 1000.
Einzige, der gestorben ist. Du bist hier im Floating Paradise, ey. Ist es leer? Sheesh! Hey Chat, hier ist Dennis. Ich werde mal ganz kurz ein Ergebnis eintragen müssen, nämlich das letzte. Bis jetzt dieses ganze Bracket nur 3 Nulls. Ich frage mich, ob es in den letzten beiden Matches noch spannender wird. Ich frage mich, wie es da hinten überhaupt steht, Alter. Es werden Bottles gepoppt, keine Frage. Ich sehe den Chat überhaupt nicht. Wo seid ihr denn? Irgendwo werdet ihr doch schon euch verstecken, oder? Ne, nirgendwo. Da? Oh, Kono! No way, Digga, Kono. Er ist so ein richtig, so ein Marv von vor 60 Jahren oder so. Was geht ab, Heide? Kono, wo steckst du? Warum bist du nicht hier? Es ist Jedo. Hast du vergessen?
Hast du uns vergessen, Kono? Ich kann euch leider nicht sagen, wie es da hinten steht. Ich wünschte, das Mikrofonkabel wäre lang genug, dann könnte ich halt damit rüberrennen und so Radio-Commentary machen, aber es ist leider ziemlich kurzes Linkenkabel hier. Wie heißt das? Wie heißt dieses Kabel? Do you know the type of cable that is? Not aux, aber... Ja. Yeah. That's like a specific name, but I'm not too sure. Yo, Kono, du kommst nächsten Donnerstag? Let's fucking go. Seit 2-3 Jahren kein Mail mehr gespielt. Dann bereite dich mal lieber vor auf nächsten Donnerstag. Kono will nächste Woche vorbeikommen. Danke, Heide. Danke. Das wäre so nice, Digga. Let's go. Nächste Woche ist Jedo 99, falls ihr es von dem Overlay hier noch nicht ablesen konntet. Nächste Woche ist das vorletzte vor dem Ende einer Ära, nämlich der einstelligen Jedos, zweistelligen Jedos. Einstelligen. Clever. Okay, was ist denn heute im Bracket noch so passiert? Das interessiert mich doch jetzt mal an der Stelle. Melee Singles. First Place Hot Atze Sommer? Wir konnten es wieder nicht verhindern? Holy shit. Fucking Consti, jedes Mal. Außer das letzte Mal. Okay, Downgrade Falco. Oh, Downgrade Falco ist unser neuer, der Mann Niklas, Alter. Mein neuer Lieblingsspieler Niklas. Hab ihm vorhin zugeguckt, hab gesagt, Dicker, so geht's. Und dann hat er gesagt, nee, das bin nicht ich. Ah, fuck. Als die Doubles gespielt haben, weißt du? So, ach, scheiße. Okay, guck mal hier. Was haben wir, was ist passiert? Oh, Storsi Mario, oh, du hast ein Game gezogen. Aha. Ja, wie lief das Set? Fast 3. Ah. Sehr close. Nice, nice. Ja. And then you got Downgrade Falco, and then yeah. Mm-hmm, yeah. And then the Peach matchup happened. Mm-hmm. Always, yeah, we played it on stream, true. Then we got Buff Target. Buff Target had a pretty good run. He lost to Maxi first round, which is kind of fucked up, but that's how the seeding played out. And then he beat Alex and Marius 3-0. Both of them, dang. And then he brought me to the brink, but I clutched it like a legend. And then I beat Maxi in the run back. That was fucked up. Yeah, that was surprising, actually. I feel like that was super fucked up. Like, in this set, he fucked me so bad. And in this set, like, I don't feel like I beat him as bad as he beat me in the first one. So I'm like... That's what I was going to say. Yeah, I feel like, I think every, like, there was like, 3 games, and I think each of them was a 2-stop, but I think he 3-stopped me here or something. This game happened so fast. I didn't even notice that it was happening. Because I turned around for 2 minutes, and that game was over. Oh, yeah. Yeah, it was pretty quick set, pretty yeah. Quick, yeah. He went to Yoshi's in the last game, I think. Yeah. So usually he goes, but if we are in the situation that I'm up 2-0, then he goes on Stadium twice. Mm-hmm. And Stadium takes a little bit longer, but on Yoshi's it's a lot more scrambly. Wegen Mali. Oh, ich kann auch Deutsch. Ich kann auch Deutsch. Es tut mir leid, Mali. Alles gut. Aber ja. Und dann wurde ich hier gefuckt im Grand Final. Oh, jetzt geht's hier. Wir haben was am Screen, Alter. Oh mein Gott, das sieht das schön aus. Ja, Jonas hat ein komplett. Ist in die Matrix gegangen und hat alles umgeschrieben. Ja. Ja, wir haben jetzt auch so automatische Transitions, die sich aus dem Spiel speisen. Also, wenn du aus dem Menü rausgehst, dann geht er sofort auf den Gamescreen. Die also, speisen sich aus dem Spul. Die speisen sich hier aus dem Spul. Kann man hier den nächsten sehen? Marleys Englisch ist aber so schön, ja. Marley, Heide findet dein Englisch so schön, deswegen müssen wir auf Englisch reden. Ja, sorry. Ja, keine Deutsch-Lessons mehr. Keine Deutsch-Lessons. Michele Konzi hat gewonnen, 3-0. Oh. 16-9. Ehrlich gesagt, oh mein Gott! Das ist Kono! Er kommt nächsten Donnerstag. Ja, Mann. Dicker. Ich glaube, Heide hat ihn überzeugt im Chat irgendwie. Hä? Ich glaube, sie hat ihn vollgelabert. Also sie meinte zumindest, als ich meinte so, Kono, du warst ewig nicht hier, meinte sie so, ja, übrigens hast du gesehen, das passiert alles automatisch. Alter. Überkrass. Wir haben nichts gemacht. Also ich glaube, steht auch Hotzart zusammen und Jan Ulrich. Ja, das ist das Letzte, was hier eingetragen wurde in diesem Dings. Ah, verstehe. Wo ist denn das? Hier, in dem Scoreboard. Ja, lass das doch mal ändern schnell, oder? Ja, alles. Zieh das mal hier über das Fenster kann... drüber, weil hier sehen wir ja eh alles. Mein Gott, Kollege. Jedenfalls habe ich so gesagt, Kono, du musst mal wieder kommen. Und dann meinte er halt so, er kommt nächsten Donnerstag. Ich so, dang, sie weiß noch Bescheid. Sie weiß Bescheid. Sie weiß, ihr wisst Bescheid. Digga, echt lange nichts von dir gehört, Kono. Was geht ab? Animal Rights, da ist er. Schade, dass der Char nicht gespeichert wird. Das wäre auch nochmal Next erklärt, Level. Erklärt, aber würde nicht sagen überredet. Was hat sie ihm denn erklärt? Dass nächsten Donnerstag wieder was abgeht, glaube ich. Aber das heißt doch jeden Donnerstag. Was gibt's da noch zu erklären, meinst du? Was gibt's?
Ich finde übrigens, Mali spielt die schönste Eisklammersfarbe. Ist das die mit Nana vorne? Nee, man ist Popo. Das finde ich doof. Ja, Girlboss Power, dies, das, ich aber... Ich finde die mit Nana vorne schon cooler. Die aber ich finde, Pistazien-Eis, Vanille-Eis ist halt einfach die geilste Kombo. Weißt du? Das ist halt mein Jam so. Du wusstest nicht, dass es wieder Weenies gibt. Ach so. Hä, sollen wir da mal so einen Rundbrief schicken auf so Facebook oder so? Ja, das Ding, ja, das weiß ich halt nicht wegen Facebook so, weil keiner von uns benutzt mehr Facebook. Das habe ich geil, das wird in den letzten zwei Jahren einfach schlagartig weggegangen, habe ich das Gefühl. So, einfach niemand benutzt mehr Facebook, das ist verrückt. Ja, aber Facebook hat auch fucked up ist. Da sind ja auch nur, da sind noch nur Boomer-Nazis, leider. Ja, das ist auch lustig. Oh mein Gott. Ich muss heute wieder schön mit meiner Mutter darüber reden, dass ich nicht zu denen kommen will wegen ihrem Mann. Oh no. Und dann meine ich so, Mama, mich macht das auch traurig, weil ich habe die ja früher wirklich viel öfter gesehen, so, ne? Achso, aber er hat auch keinen Bock, dich zu sehen. Na, ich will da nicht hin, wenn der da ist. Das ist also schon meine Entscheidung so. Und, verstehst du? Ich habe das Narrativ in der Hand einfach. Aber jedenfalls meine ich so, mich macht das auch traurig. Ich finde es auch voll fucked up, dass wir uns halt nicht mehr sehen können. Aber so, keine Ahnung, mir ist es halt auch wichtig. Da, ich will nicht mit im selben Raum mit dem Typen rumhängen. So. Sehe. Und dann meinte ich so, aber ich meine, du kannst dich ja genauso melden und sagen, ob du mal vorbeikommen kannst. Dann schnappst du die Oma und dann fahr die mal bei uns vorbei und dann essen wir mal was Schönes und dann koche ich was. Und sie so, ja, dann machen wir das jetzt. Ich so, okay. Ja, super. Jetzt haben wir dieses Problem gelöst. Nur, ich dachte gerade, dass das so eine Situation wird von so, ja, wir treffen uns da klar und dann treffen wir euch einfach nicht. Nein. Wir haben es jetzt geklärt und jetzt, ich muss jetzt aber immer was kochen, leider. Das ist das Problem. Das kriegst du schon hin. Letztes Mal habe ich mit meiner Mutter und meiner Oma Curry gekocht. Dann, die fanden es sehr lecker. Da lernt man auch immer was draus. Das ist super. Nee, klar, super, toll. Ich weiß, Discord ist auch, glaube ich, ein bisschen inaktiv bei uns. Ja, auf jeden. Aber ich meine, wir können es auch benutzen. So, aber ne? WhatsApp ist extrem aktiv. Zu aktiv, würde ich behaupten. Oh mein Gott. Ja, mach einfach auf Dings. Nana wurde gerade wirklich ins Nirvana gescheint. Ja, richtig geil. Vor allem, wenn Nana stirbt, hat sie auch so ein bisschen diese Effekte, als würdest du von Elektro getroffen werden. So, ne? Dieses, wenn sie sich auflöst, wenn sie so verpufft, Dann sind ja diese kleinen Blitze. So. Ja. Das ist also wirklich, als wäre er gescheint worden und dann verschwindet. Das, ja, das haben wir dem nie genauso, ne? Ja, genau. Einfach nie und dann einfach in eine andere Dimension. Ja, mega nice. In einer anderen Dimension. Oh mein Gott. Digga, ey. Was Jonas für eine abgewichste Scheiße mit diesem Stream gemacht hat, ist nicht zu fassen. Holy shit. Oh mein Gott. Oh, Alex, come back. Mali, Alter. Merli, Alter. Deutsche Merlin. Ja, das ist eine F-Smash. Stark. Und jetzt guck mal, achte, was passiert. Und wir müssen nichts drücken, es passiert automatisch. Komplett gestört. Und jetzt pass auf, die gehen wieder ins Game rein. Ja, Alex guckt. Alex muss sich das anschauen. Oh. Dang. Jonas fucking Legende, Alter. Wir brauchen Tapsi gar nicht mehr, wir haben den besseren Hard mehr. Tja, RIP, ich vermisse Julian trotzdem. Ich vermisse vor allem auch diese beiden Zerf-Wichser zusammen. Was ist aus Benno geworden? Ja, diese Zerficker, Alter. I feel like pure shit, ich will nur Benno zurück. Wirklich einer meiner all-time-favorite Weekly-Attendees, glaube ich, ne? Benno? Ja. Ich hatte immer eine tough time mit ihm, weil er war immer so heartbroken, sad, wenn wir gespielt haben. Ja, aber es ist relatable. Der war bei mir auch immer sad, aber ist okay. Ich meine, so, das Ding ist, ich habe Benno super gern beim Spielen zugeguckt auch immer. Ich finde, er ist ein richtig geiler Spieler. Ja. Und er ist auch funny. Er ist so low-key funny, dass er ab und zu... Er macht keine Witze, weißt du? Ja, voll. Er ist einfach nur funny. Aber ab und zu zitiert er einfach ein YouTube-Kacke-Video und dann geht's komplett ab auf einmal. So. Das ist so krass. 28 Hit-Kombo übrigens das letzte Mal. Oder auch einer meiner Lieblings-Weekly-Attendees übrigens. Ja, Dicker, Kono habe ich ja, ich habe ja Kono und Benno einmal erwischt bei Beast, glaube ich. Habe ich die beiden erwischt, sie an einem Friendly-Setup sitzen, miteinander. Und Spaß hatten. Achso. Wir fahren zu Beast. Ja, natürlich. Da sind 700 Leute und ich so, Jungs, das ist nicht euer Ernst. Selbstverständlich, das machen aber alle. Nee. Doch. Ich mache das nicht, ich gehe sofort. Du nicht, aber du bist der Seasoned... Veteran, internationaler Medi-Spieler. Aber ich gehe halt zu Basti oder so. Weißt du? Das ist genau das Gleiche. Nein, das stimmt nicht. Basti sehe ich auch voll selten. Okay, fair. Oh, guter Tag. Fair, aber ich finde schon, dass das macht echt, also vor allem Leute, die jetzt nicht so viel Kontakt haben. Du gehst halt zu Basti oder zu
sagen wir Fausta oder so, weil du die kennst und magst. Ja, Mann, zu Fausta Lebrun, Alter. Ich hab Trauma von Fausta. Fausta-Trauma? Ja. Warum? Fauma. Dang, got it. Weil wir auf R irgendwie, habe ich mit den Friendlies gespielt. Und ich, dann war so eine, auf FOD so eine Plattform relativ low. Mhm. Und dann einfach angefangen von unter der Plattform zu down R. Immer wieder. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Er war Deutsche Falcon. Aber so richtig schnell. Er war unter der Plattform und ich war auf der Plattform. Ja, okay. Und er war so, das hat durch die Plattform durchgehittet. Und irgendwann hat mich das erwischt. Weil ich als halt, Samus, ja? Nee, als Samus genau gegen Falcon. Ja. Es war so weird. Dang, Alter. Ich weiß nicht, was man tun sollte halt. Jungs, wie ist sich das ausgegangen bei euch? 3-2 für die beiden. 3-2 für Liv Roos und Downgrade Falco. Ja. Ja, schaut's mal. Liv Roos. Ah, hier. Ich glaube, es geht an die nächste Runde Doubles. Ich glaube, dann spulen wir mal die Runde, oder? Ja, das wird sich eh ausgehen. Chat Liv Roosie und der. So, der Downgrade Falco. Spulen wir ans Spiel. Nee, wir haben es jetzt immer an solchen Mini-Winnie. Ja, lass doch mal streamen. Ja, wir können alles mal streamen. Aber hier wir können die zwei streamen. Wir machen das wieder mal machen. Okay, oh, dann machen wir alles nochmal streamen. Der Rest auf Stream, ja. Yo! Das war jetzt. Okay. Wollen wir dann anfangen oder wollen wir anfangen? Das ist eigentlich um Spiel und Platz 1 und 3. Ich bin die 4. Danke, ich bin die 1. Ich bin die 1. Endlich mal was sehen, Alter. Das ist cool. Oh, El Blindo aus El Paso hat gesprochen. Alter, das war rough. Sag mal, das war gar nicht so ein Mini-Winning gespielt, aber das ist rough. Okay. Wir haben das Top-Player-Privilege und TO-Privilege auch. Ja, und, Doppel-Fox, Alter? Die geben uns auf die Eier. Wir haben davor noch. Welcher Fox ist denn welcher? Okay. Wer ist Kacke? Okay, ich bin Kack ist zwei. Downgrade Falco. Ja. Oh, Downgrade Falco, weil Fox ein schlechterer Falco ist? Das ist das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ja. Worst melee take ever. Weil eigentlich eher bei Falco cooler ist als Fox. Das stimmt auch nicht. Und Fox auch cooler als Falco. Also Falcon ist auf jeden Fall sehr viel. Falcon ist auf jeden Fall der uncoolste von allen. Fortin schreibt Doppel Fox Cringe. Oh, Irrfan ist gar kein Fan von euch. Okay, wir machen es für Irrfan. Okay, warte. Oh mein Gott. Wir machen. Ich mach. Hier. Du machst hier Tilt. Das ist ganz scheiße. Till! Gegen Doppelbock, ich mach mich bescheuert. Du kommst ja nie wieder raus. Scheiße. Okay, und plagt doch. Ja, wir gehen auf Weltfühl. Wir gehen eher auf den Spiel. Tschüss, ja, Spiel. Okay, pass auf. Ich sag das. Es hat geklappt. Es hat nicht geklappt. Niemand hat dich getroffen danach. Das ist auch sein Twitter-Name. Stimmt.
Nice try, Maxi. Geil. Nein! Nein. Oh, bin ich da. Du doch Maxi auch so runter. Können wir weiß. Der Maxi. Scheiße. Ist ganz scheiße. No! Nein. Wolltest du da nicht kämpfen? Ich hab's nochmal zurückgehalten. Hast du dich nochmal zurückgehalten? Nee, man kann ja nochmal den Stick in die andere Richtung machen, dann wird man nicht wieder gekriegt. Ja, Mann! Ja. Till 4. Bis 4. Widescreen Double sieht so viel geiler aus als. Ja? Ja. Nein! Denkzeit. Jetzt will ich das nächste Mal ein Vielleicht, vielleicht ändert er sein. Nein! Ah, ich hab's gemacht. Jetzt macht er Till. So. So nehmen wir ihn. Na, wo wollt ihr ihn finden? Ja, darüber müssen wir noch mal gucken. So, ich werde was Neues probieren jetzt. Oh oh! Okay. Also bleib. Ja. Alex, kannst du herkommen? Alex, kannst du herkommen? Wir gucken. Wo bin ich? Aber dann muss. Achso, du meinst diesen kleinen Bildschirm. Ja. Das glaube ich, ist etwas angenehmer. Oh, das stimmt schon. Ja. Was für ein Kack! Oh no. Konnte, wir werden zerschreddert. Ja. Sag mal Hallo zu Kono. Ja, Kono, bist du immer noch da? Ah ja, cool. Kono ist aber immer da, Alter. Vegan, by the way. Weißt du, wie oft der da ist? Jeden Donnerstag. Oh no. Scheiße. Ich hoffe, dass der Falco kommt, endlich mal trifft. Und noch Cursed Video. Conci, Fragen Punch bei Doubles. Nein, oh Gott. Ich hab's so geschockt. Nein, oh, Maxi, ey, so krass. Let's
Okay. Ich bin ernst. Okay. Konzentration. Ich bin jetzt ernst. Kommt 100% ein Tag in Tanz. Damals, wo ich ja. Das macht er hier sogar relativ oft. So, da war ich damals, immer wenn er an Stream spielt. Nee, das war nee, relativ bei Doubles. Da glaube ich immer nur an. Die haben glaube ich immer nur an Stream gespielt. Der Spaß auf Doubles. Nee, das ist so, oh, ein Mensch war knapp gespielt. Warum passt der Doubles? Nein. Oh, ist Overlay. Ja, aber es ist ein bisschen viel Schrift dafür, dass es halt so, so schnell weg ist. Ja, das ist halt. Das ist halt bei Double Tree. Sind einfach 2-1 gegen 1. Ja, aber hier Bescheid! Ich bin für ihn da, das ist mein Man. Ja, ist meistens so, oder? Ja, ich weiß nicht. Auf Top-Level dann. Na, ja, kommt doch noch an, welche Charaktere man noch spielt. Double Fox möchte man, glaube ich, eher auch. Weiß nicht. Gucken, wann der nächste Team-Kombo passiert. Irgendwie, ich sage, ich will gar nicht so viel. Kann ja. Man rausjumpen? Ja. Kommt jetzt 1 gegen 3. Okay, machst du. Wollt auf einen, machst Keiner mit Stocks? Na, ich wollte ihn abwehren. Nee, bei Konzi doch nicht, oder? Was nee, vor allem den beiden. Der Fusi und Downbreak. Ich hab wollte es gerade machen. Hey, aber der Feigenpunkt voll zu eben, Papa. Wann gibt's eine Jedo Doubles Edition? Der Feigenpunkt war ein kleines Thema. Ich hab den Papa für den Feigen. Ja, meinetwegen jedes zweite Mal eigentlich. Kommst du dann extra dafür her? Vielleicht in zwei. Vergeht Schwein. Ich hätte dir Sachen erwartet, wenn du gesagt hättest. Mhm. So. Ja. Anderes Final, und wie oft war er bei Jedo? Einmal. Das erste bei Hamburg. Und wie viel hat er gewonnen? Geldbeutel verraten. Eins. Ilfa hat eine 100% Jedo Win Rate. Nein, Max, alles für mich, war doch auch Spaß. Eines Tages. Ich verstehe dich. Aber ich will jetzt auch gar nicht mehr mit dem Kind. Also, ich mach mir alle. Also, Jimmy, pack immer nur. Ich weiß schon. Ja?
Einzige, auf den ich wert bin, ist Kompsi, weil er hier gesagt hat, er scheint. Und war es nicht ein guter Wunder? Ja, das war immer so ein Problem, weil die Impfkontrollen waren einfach nur die ganze Zeit. Kann man sowas sagen, Alter? Ihr Team seit 5 Jahren zusammen. Wir kriegen wirklich wenig Spaß, muss man sagen. Ja, also die letzten 2 Jahre konnten wir ja nicht so richtig. Er freut mich zu Fox. Das wird richtig mit so Foxen auf dem Bildschirm. Ja, mit so Foxes auf dem Bildschirm ist schon. Ich finde die Scheiße immer alles ein bisschen mehr voll. Es wird so viel unüberschaubarer damit. Ja, Fortschritt. Es ist halt egal, was wir machen, so ist eh gut. Was? Wir können halt irgendwie random Sachen machen und es wird eh gut. Was, Fox? Ja. Das stimmt. Youngling kann sich das nicht leisten, zum Beispiel. Edo Doubles. Nee. Eigentlich nicht. Edo Nummer 100 ist Double Typischen. Ab 100 ist nur noch Doubles. Komm, hier ist nur noch Kuhs. Exklusiver Infodrop übrigens für alle Edoler. Edo 100. Es gibt einen Pottbonus. Jeder 100 Euro. Es gibt einen Pottbonus. Jeder 100 Euro. Jeder 100 Euro Pott. Ja. Haben wir uns so als Konzept überlegt. Jeder zahlt 100 Euro Pott. Also vor allem Niki und Adrian. Alles davon geht an mich. Jeder 100, das Community-Geld wird auf alle Teilnehmer ausgezahlt. Ja, aber halt nur das, abhängig davon, wie oft du da warst. Genau. Das ist nach Prozentzahlen. Ja. Also wer am meisten da war, der kriegt am meisten Geld. Ist fair, okay, ja. Ja, ist abgezeichnet, das Konzept. Ich glaube, Kolo kriegt safe auch so 30 Euro, oder? Hier dann Honig und Pott. Sounds good. Was meinst du, wer dann am meisten kriegt? Ich? Nee. Ich war halt ein halbes Jahr nicht da dann wegen. Aber ich war halt sonst immer da. Tja. Zählen dann noch die Meltdown-Weeklies oder what? Ja, alle, die Jedo heißen würde. Ah, wohl, nee, weil es Jedo reloaded. Also 100 Weeklies hier quasi. Ich hab's safe so 20 verpasst dann, weil ich weg war. Ne? Kannst du eigentlich mal hier das Stream-Layout anpassen? Ist alles gut. Spielen immer noch Lil Fruzi. Und Kusch. Kusch auf Guss? Ey! Kusch auf Guss! Kusch auf Guss! Ja! Nice! Das ist ein richtiges. Ich werde auf YouTube alles abchecken. Ist das deine Gang oder was? Ja. Ha? Ein Syndikat nennt man das. Ein Syndikat? Syndikat? Ja. Das, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist das nicht irgendwie was mit, ihr habt ganz viel Geld? Ja, und beschäftigt sich mit organisierten Verbrechen. Ah. Sowas wie das, was Kuschaufguss macht. Natürlich. Die Kuschaufguss macht. Kuschaufguss, wissen die wenigsten, hat sehr viel Geld und beschäftigt sich mit Verbrechen. Wissen die allerwenigsten. Das weiß dann einfach ist nur im Untergrund bekannt. Ich finde lustig, dass irgendeiner da einen Twitch-Account mit A4JRG ist. Ist eigentlich Wobbling erlaubt? Im Team? Ja. Okay. Scheinbar. Das ist Marley, glaube ich. Warte, wir wissen deren. Aber Marius Twitter hat ja auch gelöscht jetzt. Ja. Ey, übrigens, mir hat Freund voll cute, weil Kono ja nächste Woche kommt. Ja. Noch einer, der nächste Woche kommt, der hat mir heute privat geschrieben, dass er es leider nicht schafft, weil er eine Schicht in der Apotheke übernehmen muss. Okay. Und es ist Solid Smoke, aka Gale, der letztes Mal auch da war. So. Er hat sich voll, also tut mir voll leid, aber ich muss jetzt noch eine Schicht in der Apotheke. Aber nächste Woche komme ich auf jeden Fall. Ich so, oh, wie cute, Digga. Nächste Woche möchte ich eventuell auf Longo kommen. Yo, let's fucking go, das ist ja so sick. Ich würde einmal... Der hat einen stabilen Marv, Alter. Ach so, ja, wegen WhatsApp. Dann können wir dich in die WhatsApp-Gruppe schmeißen. Richtig und wichtig. Da gibt's jetzt in Doubles ist erlaubt. Was soll ich? Ich werde gewobbelt in meinem Lieblingsspiel. Was soll ich tun? Get his ass, Marley. Trag dich aber mal ein. Und dann pack dich einfach rein. Da hast du ja alle Nummern eigentlich. So, jemand ist da. Ciao.
Tschüss, war schön. Er verabschiedet sich Dennis gerade. Nee, geht noch aufs Klo. Lippusi im Kuschaufguss. Ja, der Kuschaufguss. Was ist das? Klasse Downgrade. Was ist das? Mal checken, ob ich hier WhatsApp abstellen kann. Nein, der Ofen ist gut. Falsch gemacht. Genau. Oh mein Gott, hier sind Doubles hier übrigens. Steht 1 zu 0, glaube ich. Steht 1 zu 0 für Marley. Für das bessere Team. Ben Marley 8. Ich finde es sehr ironisch ben übrigens, dass Baumwolle mit einem wobbelnden Icy's zusammenspielt gerade. Nature is healing. Danke dir. Gut. Dann. Genau. Mit K. Oder du siehst eh gar nicht alles in der Gruppe drin hier, oder? Nein. Jeden lass doch mal hier da. Teilnehmer zufügen. Oh. Finde ich auf WhatsApp gerade nicht. Oh shit! Ich hätte, dass deine Nummer richtig ist. Nummer ist richtig. Komisch. Ja, wieder Donnerstag, hab ich dabei. Und los geht's. Nice, Marley. Schmarley. Okay. Mhm. Erstmal, ich schreibe dir erstmal. Marley. Jo, und dann muss ich echt keinen packen können. Ansonsten schicke ich dir den Link. Mhm. Da. Lame. Oh. Hey. Um zu finishen. Baumwolle macht hier so. Chip Damage. Baumwolle macht Chip Damage. Oh shit, he's killing him away. He's taunting him. Oh, holy shit. Und er bringt auch. Yo. Oh, Baumwolle hat wirklich Legenden. Alle seine Ethics einfach abandoned. Ethics, das war sick as fuck. Ja. Weil er heißt Bandwurbel 8. Ach so. Nicht mehr. Mhm. Nicht mehr, wer ist jetzt? Animal Rights. Ach stimmt. Deutsche Dario. Deutsche Dario. Dario heißt auf Netplay einfach Please Go Vegan und dann Smiley. Das ist auch so geil. Guter Name. Mega. Auch wie lieb er sagt das Please, und dann hat er so Smiley, er ist einfach so, er forst es nicht, aber er sagt, ich habe schon eine Agenda hier auf eine Art. Also. Oh mein Gott, also sie holen das back oder what? Ist jetzt Steam. Wer holt was back? Ich finde das tatsächlich ein bisschen verwirrend hier zuzuschauen. Ja, man sieht die Stocks nicht wirklich. Also, man sieht die Stocks hier schon, aber es ist immer noch ein bisschen verwirrend. Ja, ich schieße nicht auf die gleiche Art, sag ich mal so. Ja, Spanninger ist das hier. Toll, das ist das letzte Set heute. Und es macht mich glücklich, dass es das ist. God damn it. Oh, da bin ich ja eh dabei. Ich kenne dich. Ich habe einen guten Amateur weggeworfen, aber der ist schon alle. Oh! Oh, he's letting them do it? Oh, er kann sich in der Nase und schafft sich. Oh! Das war ein Fake-Out? Oh mein Gott! Nasen-Games? Microsoft Pro? Insane! Mindgames, wenn es Nasen-Games. Er hat ihn genüstert. Nasen-Games! Einfach genüstert. Verstehe. Natürliche Nüster. Oh ja, natürliche Nüster. Achso! Heider hat Tschüss gesagt. Tschüss heute. Tschüss, Heide. Oh, oh, tschüss heute. Tschüss heute. Tschüss heute auch in einer halben Stunde. Friends, ich bemühe und muss mal ins Bett bis nächste Woche. Mach's gut. Schön, dass du da warst, Mann. Ich hoffe, du kommst jetzt jedo. Bis Nedo. Ja, dann bis Nedo. Bis Nedo. Guna, Heide. Schlaf dich gut aus. Guna Kono auch, falls er noch da ist. Kono, dir auch. Mach's gut.
Nee, WhatsApp muss man einfach nur einmal schließen und zumachen, dann sieht man den Kontakt. Konus Rest in Peace. Digga, Heide weiß einfach über Konus Leben Bescheid. Ne? Das ist so krass. Ich wusste vorhin, dass er nächste Woche zum Weekly kommt. Jetzt weiß ich, dass er schon weg ist. Er steht ja da. Ja. Ich fand nur funny zu denken, Heide weiß Was Bescheid. Was ist denn diese? Heide weiß Bescheid. Sie liest den Chat. Sorry. Heide ist einfach eine Profi-Streamerin geworden in 2 Tagen. Ohne Spaß. Ey, hast du jetzt Stream mach gesehen? Mal den, mach mal den ich habe gestern Emoji gesehen und heute habe ich ganz kurz, als ich auf Arbeit im Keller war, kurz angemahnt und habe gesagt, ich kann gar nicht zugucken, aber... Hat sie heute auch gestreamt? Ja, ja. Ah, ich habe geschrieben, ich kann gar nicht zugucken, aber ich will dir viel Spaß beim Knobeln wünschen und dann bin ich wieder rausgegangen. Ich bin nämlich der schlechteste Twitch-Viewer auf Erden, glaube ich. Ich gucke nie zu, ich bin nie auf Twitch. Ich bin halt immer auf Twitch irgendwie. Wenn ich meinen Computer anmache, dann gehe ich an einem Tab auf Twitch und dann gucke ich, ob jemand online ist, den ich gucken will. Und wenn da niemand online ist, dann gehe ich auf YouTube und gucke da irgendwie. Warte mal, Heide streamt? Ja, seit gestern. Heide ist jetzt Streamerin und das ist. Was macht sie denn? Sie spielt gerade Machinarium. Was für ein Ding? Machinarium, das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Meinst du ein kleiner Roboter? Ist absolut cute, du bist so ein kleiner Roboter, der frisst dann Fliegen oder sowas. Oh. Das ist sehr süß. Oh mein Gott! Aber das Ding ist also sie sitzt da wirklich, und es waren so vielleicht so 5 Leute oder sowas, sie hat heute fertig gespielt. Speedrunner? Alter. Sorry. Sie saß da wirklich so mit so 5 Viewern und hat es geschafft, komplett die ganze Zeit halt irgendwie eine Unterhaltung so zu führen. Mhm. Das ist wirklich, also absolute Streamer-Talents. Ich kann das nicht mit 2 Viewern. Ich kann das nicht mit 500 Viewern. Ja, das ist auch schwer. Ja, ist ja auch viel schwieriger. Nee, aber du hast dann immer so Input. Ah. Also so, weißt du, dass du kannst ja einfach okay, dann, ja, ab einer bestimmten Uhr kannst du ja auch halt Input aus dem Chat reagieren, ja, aber wenn halt keiner was sagt, groß. Haben gerade beide Ice Climbers gegrabt und in unterschiedliche Richtungen geworfen. Ich habe es nicht gesehen, aber kann das einer Mangel klicken, genommen. Heide, mach mal die Essen. Oh, Heide, nicht so humble. Wollt ihr mal Heides Stream-Setup sehen? Das ist absolut absurd. Oh, zack. Es hat nicht mal einen Stuhl, glaube ich. Warte mal. Das ist einfach im Setup. Das ist so. Guck mal, da sitzt sie auf so einem. Ding. Und dann ist, ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Ja, der Monitor. Sie sieht ein bisschen. Das ist der Monitor. Nein, das ist ihr Monitor. Sie meinte, ihr Laptop-Monitor funktioniert. Stimmt, das ist ein bisschen pink. Ich habe gar nicht gegettet, dass sie. Oh mein Gott, das ist ja so geil. Sie hat sich da noch reingemalt. Aber mit so einem abgetrennten Bein hier unten. Abgetrennte Beine halt. Nee, das ist, weil es hinterm Tisch ist. Nee, ich glaub, das sieht man nicht. Das sieht man nicht, weil es hinterm Tisch ist. Ich habe das abgetrennt. Sitzt unter dem Hocker, deswegen ist es abgetrennt. Heide, ist das, was Corona mit dir macht, verliert man ein Bein. Und dann pink oder so. Heide ohne Beine. Ah. Hautdiskoloration dann. Wie bitte? Heide ohne Beine. Dicker, mein Lieblings-Warcraft 3-Spieler, Mikael, vormals bekannt als Lucifer, jetzt bekannt als Lukael. Geil. Der hat sich sein Bein komplett verbrannt und keiner weiß wobei und er tweetet einfach immer nur Bilder, weil er ist auch Koreaner. Ah, ich hab's gesehen, das Bild. Das sieht komplett komisch aus. Er tweetet immer Bilder von so von seinen Blutblasen am Bein und so und sagt so, I should go to hospital. Das ist so geil. Und dann sind immer so 5 Warcraft-Spieler auf Twitter, die dann so sagen so, ja? Best wishes, man. Achso, ich dachte so, ja, geh bitte ins Hospital, Alter. Nee, die sagen immer nur, get well soon und sowas. Die sind halt so richtig wholesome einfach. Der Hocker ist das Mauspad übrigens. Ah. Da ist die Maus drauf. Dicker, Leute, die Mauspad benutzen, richtig weird, Champ. Hä, ich bin mit Mauspad. Hast du kein Mauspad? Also? Nein, Dicker. Maus ist einfach... Geht über den ganzen Tisch. Meine Maus funktioniert auf jeder Unterlage. Ich bin halt auch Counter-Strike-Spieler, da brauchst du ein Mauspad. Als echter Gamer nämlich. Ja, true. Ich war nie ein PC-Gamer. Ich habe es mit Warcraft 3 probiert und dann habe ich gesagt, nee, Melee ist es. Original, als ich 11 war, habe ich gesagt, okay, ich entscheide mich zwischen einem von den beiden Spielen. Nice. Habe mich für Melee entschieden. Dann habe ich Tagetest gespielt, jahrelang. Nice. Dann wurdest du eingeknastet und kaum. Dann wurde ich eingekerkert, ja. Ging ja gut. Weißt, auf dem Bett. Achso, ja klar. Ich könnte auf diesem Bett gar nicht sitzen, Digga. Ich würde so Rücken kriegen einfach. Oh. Ja, wenn sie auch im Bett sitzt und die ganze Zeit von da spielt, ich würde Rücken kriegen. Also vielleicht hat sie eine gute... Aber Heide gerade ist ja auch noch jung. Ja, ist halt noch kein Problem. Aber Konzi und ich haben uns heute zum Ziel genommen, füreinander jung bleiben. In ihrem Alter hätte ich dann auch noch gemacht. Füreinander jung bleiben. Füreinander, wir bleiben füreinander, miteinander jung. Nee, füreinander. Nee. Wir werden miteinander älter, aber wir bleiben füreinander jung. Yes. Ich finde es auch geil, dass man älter wird, aber jung bleibt. Ich nicht glaube, Heide ist noch älter als ich, oder? Kann das nicht sein? Was? Ich weiß gar nicht, wie alt Heide ist. Heide ist 26.
What? Ja, ich glaube, sie ist älter als ich. Dicker, sie hat mir richtig Shit gegeben, dass ich 30 bin. Jetzt, und dann ist selber sie ein 30, Alter. Boomer, Dicker, unfassbar. Sie ist kein Zelenia mehr. Zelenia. Was ist denn Zelenia? Zelenia ist noch so zwischen Millennium und Generation Z. Ich bin Zelenia. Was soll das sein? Welche Jahre? Oh mein Gott! Ich glaube tatsächlich, das endet genau bei 96. Okay. Also halt so ein bisschen diese Zwischen... Das klingt nach was du dir ausgedacht hast, um irgendwie special zu sein. Nee, das ist tatsächlich ein Ding. Heide verlangt übrigens, dass wir heiraten können, Steve. Und ich meine, also auf eine Art... Hey, das kann gar nicht sein, ich bin schon 95 geboren, das ist Quatsch. Ah, true, das geht nicht dann. Ja. Ach so. Und also, lass heiraten, okay? Ja, aber erst wenn wir 30 sind. Und keine Partner gefunden. Okay, erst wenn ich 30 bin. Achso, scheiße. Und keinen Partner gefunden habe. Oh, scheiße. Oh, no. Oh, no. Oh, was machen wir jetzt? Oh, heute ist 95 geboren. Du musst eigentlich auf den Kölner Dom kehren. Die Treppen. Das muss man auch machen, wenn man 30 ist. Oh, mein Gott, Digga. Ey, hätte ich nicht irgendjemanden kennenlernen können in der Zeit. Ja, Mensch. Was macht man da jetzt? Ja, Schmensch. Ach, keine Ahnung. Irgendwann lerne ich jemanden kennen. Jemand, der dich schätzt, so wie du bist. Nee, das wird... So wie du bist. Das tun ja schon alle, das hilft ja nicht. Ja, das ist kein Anspruch mehr. So, ich will auch gar nicht so geschätzt werden, für wie ich bin. Hab's oh ja, stimmt. Heiraten, damit ich nicht den fucking Dom... Ne? Stimmt, Digga, Heide dickt auch einfach. Ich habe Konzi nämlich mein Lieblingslied auf der Welt zugeordnet. Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist super. Ey, ich war auch sehr glücklich, als du mir ein Red Hot Chili Peppers Lied gegeben hast. Ich habe die Velvet Glove gegeben, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist so das geil. Das war auch sehr nice. Sure. Da gibt's so eine Line, die killt mich eben. Alter. Danke, Digga. Heide sagt einfach, wir alle schätzen dich, Dennis. Und Konzi sagt, danke, Digga. Danke, Digga. Für den Song habe ich ihn geschätzt quasi auf eine Art. Stimmt. So wie Dennis hier auch dementsprechend, ne? Jetzt reicht's, Leute. Ich schätze euch auch alle, aber das wird mir langsam ein bisschen zu emotional. Ich weine gleich. Ich schätze euch alle als... Er weint wirklich. Man sieht das nicht hier in der Cam. Man sieht nur Mali, wie er absolut abwobbelt. Oh mein Gott, der absolute Abwobbler. Jetzt sich richtig ein... Wegwobbelt, Alter. Ja, oh nein, Alter. Alex, warum zerstörst du den Wobbel? Oh mein Gott. Ja, da kriegst du natürlich auf den Sack für, logischerweise. Da hat Mali dann auch keinen Bock drauf, dass du ihm diesen perfekten Kill versaust. Das ist echt so. Das ist echt krass. Wobbling! Wobbling! Disgracien! Disgracien! So hat das der Fosinus auch gesagt damals. Da kann der Flacco rausspringen. Fang doch, Mali! Oh! Oh, oh mein Gödi! Oh mein Gott! Und das war's. War's oder 3-1? Ist der dritte Platz fest? Hiermit. War's 3-1? Es ist 3-1. Warte mal, erstmal das hier muss noch entschieden werden. Das ist der eingeschoben. 3-1. Und dann hier nochmal hier. So, und dann hier nochmal 3-1. 3-1. Ever since you stopped giggling and went like uphill. Let's go! Ey, wir haben gewonnen, Digga. Let's go. Team Jasmin. Kein okay. Match gedroppt, Digga. Team Jasmin. Es wird. Ey, ihr habt mich sogar ab Second Seed gepackt, Alter. Ihr seid ja Wahnsinn. Ja klar, Maxi, du bist ein Sigger, ein Sigger-Mutter. Hier, Digga. Wir waren heute auf 23, bin ich rausgekommen, wer 2 und wer 3 war. Abbauen wir nochmal. Was? Ich war 3. Abbauen will. Was will ich? Ja, du hast Paul besiegt. Ich hab niemanden besiegt, weil... hier. Ja, aber du besiegst mich immer, deswegen... Ja, wir sind jetzt 5-4. Also, das ist doch fast. Ja, das ist wirklich. Also, aber du hast ja viel besser bekommen. Ihr baut die. Wen sollen wir eigentlich raiden? Oh ja, wen raiden wir? Wir raiden Heide. Wir raiden Heide. Heide ist leider nicht Heide. Heide will doch schlafen gehen. Ach, scheiß drauf. Spielt jetzt irgendwo ein Viertel-Game? Guck mal, wenn man hier live ist. Wir können Esker gleich auf den Point im Clicker-Venture. Oh, ist Esker noch live? Kannst du mal googeln, ey. Ja, ich habe leider gar keine Daten, deswegen kann ich nicht mal schauen. Bei mir ist nur so ein lila. Oh. Heide hat geschrieben, du hast sehr gut gegen Max gespielt. Das hast du aber wirklich. Ne? So. Ich habe seit Wochen einen Bau von einem einzelnen Satz. Und der geht. Du bist meine. Wo waren das nochmal? Warte mal, Heide? Ich hab ich die Songs gezeigt, die wir mit Mali gemacht haben, die beiden? Ja, klar.
So, feiern. Weil da sagt er auch so unfassbar geile Sachen. Er sagt so, du Schlübbi bist am Fressziehen, Knochenbrecher Benjamin. An einer Stelle sagt er, Digga, was soll los? Knochenbier und Bone. Und dann sagt er, Adlib, Knochenbier und Bone. Ja, sind besser. Ja, dass wir weniger Game-Setups und mehr Resetups haben. Ja. So. Ja, warte, ja. Ich hab Jonas nochmal für dich gefragt, weil du dich gekauft hast. Ich muss erst mal Krieg in der Runde. Ja, so, wen? Ich muss jetzt mal hier nicht raus. Hat er es wirklich ernst genommen? Hat der Jonas noch falsch gesagt? Ey, wir sind die Besten, der beste deutsche Kanon. Ja, ja. Ich hab dich gerade schon geschrieben, so. Also, warum Agentisten? Ach so, nee. Ja. Wir raiden mal Moki. Moki. Der ist immer ein Raid. Moki, Mann. Fünf. Moki? More like that's Goki. Okay, geh mal auf Mokis Kanal. Schnell. Ja, ich weiß noch nicht, ob irgendjemand da mitraidet. Ich koordiniere, okay? Was? Ich koordiniere, ich nehme das Geld. Die TOs. Achso, dieser Kanal, das geht nicht, dieser Kanal. Geld an. Das geht nicht, dieser Kanal richtet sich an Erwachsene. Was? Aha. Was? Ja? Okay. Scheiß auf dich, Alter. Ich nehme mir die Venue-Fees und fliege damit auf die Bahamas. Das ist Nedo. Dann muss ich mir nicht an. Also, ich habe nur jemanden getan.